Ist ein wichtiger Tag für die Demokratie weltweit. Heute vor 3 Jahren der Sturm auf das US-Kapitol. Es ist eine Wegmarke, an die man in verschiedenerlei Hinsicht anknüpfen kann. Es ist auch der Auftakt an diesem Wochenende in das Wahljahr 2024 in Deutschland. Den Anfang machen heute FDP und CSU, die Stationen für uns und für Sie, Kloster Seeon in Oberbayern und Stuttgart. Beginnen wir also in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Traditionell startet die FDP dort mit ihrem Dreikönigstreffen ins politische Jahr. Die Regierungspartei ist die kleinste in der Ampel. Das heißt aber nicht, dass sie nicht immer gut ist für ein gewisses Maß an Reibung. Und Reibung und Lautstärke, das ist durchaus auch das Stichwort für die Bauernproteste, die wir seit dem vorweihnachtlichen Deutschland und Berlin erleben, die aber nächste Woche in ganz Deutschland kommen. Und heute ein kleiner Vorgeschmack vor dem Opernhaus in Stuttgart. Und drinnen im Opernhaus begleitet mein Kollege Marc Steinhäuser dieses Dreikönigstreffen der FDP. Herr Steinhäuser, Grüße also in die Landeshauptstadt. Wenige Tage nach diesem sehr, sehr knappen Mitgliederentscheid bei der FDP. Mit welcher Stimmung geht die FDP ins Jahr 2024? Ja, es ist doch eine etwas verkaterte Stimmung bei der FDP. Man könnte sagen, der Neujahrskater, der hält noch etwas an. Das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung war ja äußerst knapp. Selbst der Initiator dieser Mitgliederbefragung sagt, er hätte nicht damit gerechnet, dass so viele in der FDP damit nicht einverstanden sind, wie die Ampelregierung in Berlin ihre Politik macht und die Ampel beenden wollen aus Sicht der FDP. 48% wollen aus der Ampel raus. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch nicht alle in der FDP dort abgestimmt haben, etwa nur 40% der Mitglieder. Das ist aber trotzdem alles andere als ein gutes Signal für die FDP-Führung. Die wiederum deutet das Ganze als Vertrauensbeweis für die Ampelkoalition, also durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Und wir werden heute sicher auch von Christian Lindner hier in Stuttgart hören, dass die FDP in der Regierung bleiben soll und dort auch noch viel vorhat. Das ist ja traditionell eine Art Selbstvergewisserung hier in Stuttgart. Aber man muss sagen, der Wind, der ist rau. Und auch hier vor der Staatsoper, haben wir gerade schon gesehen, stehen auch Bauern und Traktoren. Die Proteste gehen weiter gegen die geplanten Haushaltskürzungen. Also ein ungemütlicher Jahresauftakt für die Liberalen. Die Liberalen sind durchaus auch bekannt dafür, dass sie im Timing und in der Taktik gut liegen. Also diese Mitgliederbefragung, die Sie gerade noch einmal auch klassifiziert haben, ist ja ganz gut vor Weihnachten platziert worden. Und man dachte so ein bisschen da im Windschatten von Feiertagen, dennoch dieses knappe Ergebnis. Das bedeutet, die Frage stellt sich, was muss Stuttgart leisten, um die Reihen dann offenkundig wieder zu schließen bei den Liberalen? Eine Menge. Ich weiß nicht, ob Stuttgart das alles wird leisten können, denn es war ja ein so knappes Ergebnis, dass man doch sieht, dass in der breiten Mitte der Partei viele unzufrieden sind mit der FDP-Politik in der Ampel. Es gibt zum Beispiel auch welche, die sagen, die FDP mache zu viel grüne Politik und gerade jetzt auch mit Blick auf die Haushaltskürzungen und die vielen Dinge, die da entschieden worden sind, wird vieles teurer in diesem Jahr, auch mit der FDP. Das Tanken wird teurer, das Fliegen wird teurer, der Agrardiesel wird für die Landwirte teurer werden im Laufe der nächsten Jahre. Das sind ja alles Abgabenerhöhungen und Steuererhöhungen, die eine Partei, die für Steuererleichterungen eintritt und gegen Steuererhöhungen ist, natürlich nicht so leicht zu verkraften sind. Hier in der Staatsoper wird auf der Bühne heute aber sprechen der Parteivorsitzende Christian Lindner und er wird sicher leisten müssen, eine Vision zu malen für die nächsten 2 Jahre und er wird darlegen müssen, warum die FDP in dieser Ampelregierung bleiben soll, was die FDP da für einen Unterschied macht. Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird hier sprechen. Die soll ja als Europakandidatin ausgerufen werden, in die Europawahl ziehen für die Liberalen. Eine durchaus prominente Figur, denn es gibt ja in diesem Jahr 3 Wahlen in den Ländern und die Europawahl. Und die FDP steht in den Umfragen alles andere als gut da. Also es ist ein schwieriges Jahr für die Liberalen, wo viel auf dem Spiel steht. Und wir sprechen jetzt noch mal etwas detaillierter über das, was die FDP hier leisten wird müssen. Und bei mir ist eine Kollegin, die sich auch mit der FDP viel befasst. Das ist Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk, Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, zuständig für die FDP. Frau Büsker, was muss Christian Lindner leisten hier mit einem Ausblick auch für dieses Jahr, damit bei der FDP irgendwie sowas wie Aufbruchsstimmung aufkommt? Wählerinnen und Wähler
davon überzeugen, die Partei zu wählen. Wenn wir auf den Bundestrend gucken, da ist die Partei eigentlich zuletzt nahezu immer bei etwa 5%. Das heißt, sie würde aus dem Bundestag rausfliegen. Wenn man sich jetzt beispielsweise in der Umfrage entschieden hätte, die Mitglieder, wir wollen raus, was hätte das bedeutet? Gegebenenfalls das Aus, also das Ausscheiden auch aus dem Bundestag. Und das macht natürlich auch was mit den Mitgliedern der Partei. Wenn wir auch zurückgucken, die Landtagswahlen, super schlechte Ergebnisse, in Niedersachsen rausgeflogen, in Berlin rausgeflogen, in Bayern rausgeflogen. Das heißt, da bricht der Partei auch die Basis in den Ländern weg. Das sind natürlich keine guten Aussichten, auch um einen erfolgreichen Wahlkampf 2025 führen zu können. Dann, wenn wir auf diese Länder gucken und auch auf das, was die FDP leisten muss, ist es so, dass man sagen kann, eigentlich geht die FDP ansatzweise irgendwie in Wahlen, wo sie eine Chance hat. Ich meine, im Osten ist es traditionell schwierig für die Liberalen. Oder ist das ein Jahr, wo die FDP eigentlich irgendwie sich durchwurschteln wird müssen, nach dem Motto Augen zu und durch? Eher Variante B, fürchte ich. Also die Wahlen in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg werden der Partei jetzt nicht unbedingt gute Ergebnisse liefern. In Brandenburg und Sachsen ist man ohnehin nicht in den Landtagen. In Thüringen ist man drin, könnte auch wieder reinkommen. Aber da ist Thomas Kemmerich der Spitzenkandidat. Wir erinnern uns, 2019 hatte er sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Das kam in der Bundesspitze nicht gut an. Und deshalb bekommt die FDP keine finanzielle Unterstützung aus der Parteizentrale. Die müssen ihren Wahlkampf also selber wuppen. Muss man mal abwarten, ob das vielleicht in Thüringen sogar eine Chance darstellen könnte für die FDP. Also da in Thüringen eine kleine Chance. Und alle werden gucken auf die Europawahl im Juni. Sie haben gesagt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin, die natürlich eine Prominenz mitbringt. Aber Prominenz alleine gewinnt auch keine Wahlen. Auch da wird man ein überzeugendes Programm brauchen. Und auch da wird natürlich der Bundestrend eine Rolle spielen. Also ein sehr schwieriges Umfeld für die FDP im Jahr 2024. Nun erleben wir das hier. Es ist ein sehr schönes Gebäude, ein Operngebäude. Heute Abend wird hier, glaube ich, der Räuber Hotzenplotz aufgeführt. Im Moment führen Bauernproteste hier vor der Tür dazu, dass auch die Polizei hier etwas nervöser ist, sogar hier eine Deeskalation mit einigen Beamten hingeschickt hat, um hier weitere Ausschreitungen, mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Aber bisher ist es sehr friedlich hier in Stuttgart. Wie muss man das eigentlich bewerten, die Rolle der FDP in dieser Frage auch der Landwirte und der Subventionen für die Landwirte? Ich habe gesehen, die drei Trecker, die draußen standen, sind gerade tatsächlich sogar schon wieder abgezogen. Also der Protest ist schon abgeräumt. Aber ich glaube, die Rolle der FDP in dieser Frage ist durchaus widersprüchlich. Wir haben mal wieder so eine Situation, wo Christian Lindner in der Dreierrunde, also mit Scholz und Habeck, einem Kompromiss zustimmt. Also der Abschaffung der Agrardieselsubvention. Dann aber unmittelbar danach Akteure aus seiner Partei sagen, nee, das wollen wir jetzt aber so eigentlich gar nicht. Das heißt, Lindner macht einen Kompromiss, den die Partei dann aber wiederum in Frage stellt. Inzwischen ja viele aus der Fraktion. Gut, inzwischen ist das Ganze auch wieder abgeräumt. Aber wir erinnern uns, beim Heizungsgesetz war es ähnlich. Da hatte Christian Lindner im Kabinett sogar zugestimmt. Es gab eine Protokollnotiz und den Rumble musste dann an der Stelle die Fraktion machen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass gar nicht so richtig klar ist, was will diese Partei eigentlich? Wofür steht die? Und es sorgt auch dafür, dass für die Koalitionspartner eigentlich gar nicht klar ist, können wir mit der FDP Kompromisse machen, wenn Lindner zwar zustimmt, aber die Fraktion alles wieder aufschnürt. Jetzt wird vieles in diesem Jahr teurer. Es werden sogar Steuern erhöht, beziehungsweise Steuererstattungen und Vergünstigungen abgeschafft. Wieso kann die FDP eigentlich überhaupt in dieser Regierung bleiben? Naja, was wäre die Alternative? Eben ist ja das Dreikönigstreffen auch losgegangen und die FDP hat sich den Slogan gegeben, alles außer unentschieden. Man spielt darauf an, dass die Gesamtlage im Moment schwierig ist. Wir sind immer noch in multiplen Krisen. Der Krieg in der Ukraine ist nicht vorbei. Wir sehen die Auswirkungen der Klimakrise in diesem Jahr dramatisch, mit Hitzerekorden, aber eben auch mit dem deutschlandweiten Hochwasser im Moment. Da müssen Lösungen gefunden werden und die Argumentation der Parteispitze ist, jetzt können wir uns nicht irgendwie einen schlanken Fuß machen und rausgehen. Jetzt gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Aber die muss man dann natürlich auch entsprechend übernehmen. Und ich hatte ja eben die schwierige Kompromissfindung angesprochen. Wenn man Verantwortung übernehmen will, dann muss man das Ding halt auch wirklich durchziehen. Und da scheint mir die Partei manchmal dann doch ein bisschen eher zurückhaltend und Angst vor der eigenen Courage zu haben. Also Revolte eher abgeblasen, obwohl dieses Mitgliedervotum so knapp war. Sie rechnen damit, dass die Ampel hält in diesem Jahr?
Ja, also in diesem Jahr. Und ich gehe auch davon aus, dass die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode zusammenhalten wird. Weil, wie gesagt, was wäre die Alternative? Und gerade in dieser aufgeheizten, polarisierten Situation, wie wir sie gerade erleben, eine große Unzufriedenheit, da jetzt hinzuwerfen und Neuwahlen auszurufen, die unter Umständen die politische Situation noch weiter verkomplizieren könnten, ich hielte das für keine gute Lösung. Und ich glaube, so sehen das auch die Ampelspitzen. Sagt Ann-Kathrin Büsker mit einem Ausblick auf das liberale Jahr und das bundespolitische Jahr 2024. Besten Dank für die Einschätzungen. Ja, und wir werden natürlich Ihnen gleich auch hier aus Stuttgart zeigen, was die FDP-Spitze hier zu sagen hat. Wir haben aber auch gerade die versucht, hier nochmal auch einzeln zu befragen, die in dieser Ampelregierung Verantwortung für die FDP tragen. Das sind natürlich zuvorderst die Minister. Und der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der war hier eben im Phoenix-Gespräch zu den Fragen, wie es jetzt weitergeht, auch im Haushaltsstreit bei der Ampel. Herr Wissing, es ist Dreikönig. Das ist für die FDP eigentlich immer ein guter Jahresauftakt. Jetzt haben Sie hier sogar Traktoren und Bauernproteste vor der Oper. Inwieweit können Sie eigentlich den Bauern noch entgegenkommen, jetzt auch was die kommenden Tage und die Ampelkoalition und diese Haushaltsproblematik betrifft? Die Bäuerinnen und Bauern sind tragende Säulen des ländlichen Raums und deswegen nehmen wir ihre Sorgen und Anliegen sehr ernst. Und wir haben immer gesagt, wir werden alles tun, um sie zu unterstützen. Und dabei bleibt es. Wir kommen ihnen ja entgegen. Natürlich ist die Haushaltssituation auch eine schwierige. Aber Maßnahmen dürfen nicht einseitig auf einem so wichtigen Berufszweig für den ländlichen Raum lasten. Und deswegen die Korrektur jetzt auch der Haushaltsvereinbarung. Sie sprechen es an, es gibt eine Korrektur. Die Agrarsubventionen werden nicht ganz sofort gestrichen. Es wird etwas abgeschmolzen bei den Agrardieselsubventionen. Ist da noch mehr drin? Weil die Proteste der Bauern gehen ja weiter. Naja, wissen Sie, es wird so leichtfertig über klimaschädliche Subventionen gesprochen. Wenn man dann aber sich anschaut, wie die Maßnahmen konkret bei den Menschen ankommen, dann plötzlich sieht es anders aus. Und die konkrete Betroffenheit der Bäuerinnen und Bäuern ist uns sehr nahe gegangen. Und deswegen ist für uns klar, dass hier eine Korrektur erforderlich war. Und das haben wir von Anfang an auch deutlich gemacht. Und jetzt muss man eine gute Lösung finden, die verträglich ist. Und es geht jetzt in die Umsetzung. Ich glaube, dass die Botschaft auch bei denjenigen angekommen ist, die vielleicht etwas leichtfertig von der Streichung klimaschädlicher Subventionen gesprochen haben. Denn die Landwirtinnen und Landwirte betreiben auch Klimaschutz und Umwelt- und Naturschutz. Und deswegen war die Betroffenheit bei ihnen auch so stark. Ich konnte das von Anfang an gut nachvollziehen. Sie sagen, Korrektur waren notwendig. Das heißt, es gibt keine weiteren. Die Vereinbarungen sind ja nun getroffen. Jetzt geht es um die Frage, wie setzt man das so um, dass alle damit gut zurechtkommen, dass diese Haushaltssituation eine schwierige ist und dass wir abwägen müssen, ist allen bekannt. Aber die einseitige Belastung einer Berufsgruppe, so wie andere sie gefordert haben, das war schon zu weitgehend. Nun ist es ja so, dass die Proteste auch in Wut umgeschlagen sind. Es gab diese sehr unschönen Szenen, die auch viele verurteilt haben, wo Herr Habeck bedrängt worden ist, gar nicht von einer Fähre an Land gehen konnte. Ist das was, wo Sie sagen, das können Sie bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen und dann endet auch Ihr Verständnis für solche Formen von Protesten? Und was können Sie tun, auch vielleicht, um das zu deeskalieren? Wir leben in schwierigen Zeiten. Wir werden an vielen Stellen herausgefordert. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Pandemiefolgen zu bewältigen. Wir müssen eine gigantische Transformation als Gesellschaft stemmen. Und ich kann nur alle aufrufen, einen Beitrag zu leisten, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Und das geht nicht im Gegeneinander, sondern nur im Miteinander. Im Miteinander sprechen, im Dialog, aber nicht in Blockade, in Wut, in Hass, sondern wir müssen einander zuhören und gute Wege finden. Und das ist das, worum es jetzt geht. Aber klar ist auch, dass dieses leichtfertige, wir streichen alle Subventionen, das wird schon gut gehen, dass das so einfach eben auch nicht geht. Man kann nicht einfach Schablonen auf eine Gesellschaft legen. Und ich finde, dass es wichtig ist, einander zuzuhören. Aber sich blockieren hilft nicht weiter und schadet dem Zusammenhalt. Deswegen sollten all diejenigen, die diese Form des Protestes gewählt haben, das überdenken. Das ist sozusagen ein Appell auch an die, die sich gegen die Politik der Ampelregierung wenden. Sie sind Teil dieser Regierung, Sie sind Minister in der Regierung. Und da fragt man sich dann ja jetzt auch, wenn das Geld nicht durch gekürzte Agrardieselsubventionen dann
aufgetrieben wird. Wo kommt das Geld dann jetzt her? Haben Sie als Verkehrsminister Sorge, dass man zum Beispiel bei Ihnen bei den Plänen für die Milliarden für die Bahnsanierung noch mal rangeht? Haben Sie Sorge, dass bei Ihnen noch Geld abgeknapst wird? Oder wo soll jetzt das fehlende Geld herkommen? Nein, ich habe ein großes Bahnsanierungsprogramm erarbeitet und das geht in diesem Jahr in die Umsetzung. Wir haben die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen. Wir werden die Korridorsanierung machen, damit die Bahn pünktlich ist und die Erwartungen der Fahrgäste wieder erfüllen kann. Die Infrastruktur muss erneuert werden. Und dafür stellt die Bundesregierung Milliarden zur Verfügung. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir an anderer Stelle sparen. Ich werde auch in meinem Haushalt mehrere hundert Millionen Euro einsparen. Das sind Dinge, die nicht dringlich sind. Und die notwendigen Dinge, etwa die Sanierung unserer Straßen, die Sanierung der Autobahnbrücken, die Erneuerung unserer Kernkorridore im Schienennetz, all das ist ausfinanziert. Das ist eben das, was eine Regierung leisten muss, zu priorisieren und die wirklich drängenden und wichtigen Dinge gut auszufinanzieren, aber auch den Mut aufzubringen, an anderer Stelle zu sagen, nicht alles ist möglich, weil alles, was wir ausgeben, muss auch erwirtschaftet werden. Und der Wirtschaft geht es nun mal auch leider nicht rosig. Und wenn wir sie zusätzlich belasten, wird das nicht besser. Und am Ende tragen die Bürgerinnen und Bürger alle die Folgen davon, in Gefährdung von Arbeitsplätzen und anderem. Deswegen müssen wir gut abwägen. Und dafür haben wir uns viel Zeit genommen. Und man muss auch in der Lage sein, mal eine Abwägung zu korrigieren, wenn neue Aspekte auftauchen oder der ein oder andere vielleicht merkt, dass er den Bogen überspannt hat. Nun ist es so, dass die FDP sich an Dreikönig traditionell auch sammelt und nach vorne blicken will. Sie haben gerade mit Ach und Krach diese Mitgliederbefragung überstanden. 48% der abgestimmten Mitglieder sagen, die FDP soll raus aus der Ampel. Sie haben dafür geworben, in der Ampel drin zu bleiben. Jetzt werden Sie wahrscheinlich das Thema ja nicht los, wenn so viele in Ihrer Partei unzufrieden sind. Die FDP tut Deutschland in Regierungsverantwortung gut. Und das hat auch die Mehrheit der Freien Demokraten ganz klar votiert. Sehr knapp. Ja, natürlich, es ist jetzt knapp. Viele ringen auch um den richtigen Weg. Und das zeigt eben auch, dass wir als demokratisch organisierte Parteien ein Spiegel unserer Gesellschaft sind. Die Menschen sind in vielen Fragen auf der Suche nach Orientierung. Aber wichtig ist jetzt, dass wir unseren Beitrag weiter leisten, Deutschland stabil nach vorne zu bringen. Die FDP tut dem Land gut, das wissen viele. Die Bundesregierung wäre eine andere, wären wir nicht Teil von ihr. Und deshalb ist das Votum für uns eine ganz klare Bestätigung zur Fortsetzung unserer Arbeit. Wir haben schon viel erreicht, solide Staatsfinanzen, an denen Christian Lindner hart arbeitet, die Infrastruktursanierung, das Deutschland-Ticket, vieles, was Fortschritt bedeutet, etwas, was wir uns auch als Maxime, als Regierung gegeben haben. Werden wir mal sehen, wie die Wähler das in diesem Jahr 2024 dann betrachten. Besten Dank, Volker Wissing hier bei Phoenix. Ja, das waren unsere Vorabgespräche und Interviews bei Phoenix hier zum Dreikönigstreffen der FDP im Opernhaus in Stuttgart, wo wir jetzt im Saal sind, in dem eigentlichen Opernsaal. Hier finden normalerweise Bühnenaufführungen statt, heute Abend der Räuber-Hotzenplotz. Aber jetzt wird erstmal die FDP hier auf der Bühne aufführen. Und zwar spricht gerade der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag von Baden-Württemberg. Das ist Hans-Ulrich Rühlke. Der hatte übrigens mal nach der letzten Landtagswahl hier im Ländle eine Ampel favorisiert. Inzwischen sagt er, ist er ganz froh, dass er keine Ampel gemacht hat in Baden-Württemberg. Das war aber damals an Winfried Kretschmann gescheitert. Also ein schwieriges Jahr für die Liberalen mit der Ampelkoalition im Bund. Und es wird jetzt hier erst sprechen der Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg. Später erwarten wir Marie-Agnes Strack-Zimmermann, den Generalsekretär, dann Bijan Dzirsaray und Christian Lindner, den Parteichef. Aber erstmal werden wir jetzt wie immer bei Phoenix Ihnen das ganze Bild zeigen und die Reden hier live übertragen und melden uns dann später noch mal hier aus der Staatsoper mit Analysen und Einschätzungen. SPD-Lokalpolitiker und Kabarettisten Roland Hefter, der mal in einer bayerischen Kneipe ein Weizen-Limonaden-Europäer-Innenbier bestellt hat, aber nur ein radelndes ausgeschenkt bekam. Meine Damen und Herren, wir können in Baden-Württemberg feststellen, wer unbedingt Lehrer werden will, der wahrscheinlich nicht aufgrund dieser Kampagne. Und Bürokratieabbau wird auf diese Art und Weise vermutlich auch nicht funktionieren. Hinzu kommen 13 Seiten des Landesfinanzministeriums zum Thema Kuchenverkauf an Schulen bei Veranstaltungen. Ich kann nur sagen, wenn Winfried Kretschmann 2026 in den wohlverdienten Ruhestand geht, dann ist die FDP bereit, Bürokratie wirklich abzubauen
und diese hundspeinliche Landeskampagne zu beerdigen, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben auch die besseren Beiträge zur Verkehrswende. Die meisten, die heute hier sind, insbesondere wenn sie aus Stuttgart und Baden-Württemberg sind, mögen Winfried Herrmann. Ein Schwabe. Der Humorist Willy Reichert war auch ein Schwabe. Er hat mal gesagt, ein einziges Kamel kann dir auch das schönste Stückchen Erde zur Wüste werden lassen. Winfried Herrmann kämpft für die Verkehrswende, quasi für einen Zwang zur Elektromobilität. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Technologieoffenheit, meine Damen und Herren. Wir haben nichts gegen die Elektromobilität, aber wir brauchen auch Alternativen. Wir brauchen gerade in Baden-Württemberg, im Land der Tüftler, im Land der Automobilindustrie, eine Zukunft für den umweltfreundlichen Verbrennungsmotor. Wir wollen nicht den Verbrennungsmotor verbieten, wir wollen ihn umweltfreundlich machen, liebe Leute. Und wir wollen auch im Bereich der Migration, wir müssen im Bereich der Migration weiterkommen. Michael Theurer hat ja sehr eindrücklich davon geredet, dass es die Feinde der Demokratie in diesem Land gibt, die darauf warten, die Macht zu übernehmen. Und wir müssen, wenn wir das verhindern wollen, die Probleme lösen. Beispielsweise das Thema Migration. Und da gibt es Beiträge, die auch die Landespolitik leisten kann. Etwa über den Bundesrat bei der Ausweisung sicherer Herkunftsländer. Das ist notwendig, dass wir uns in diesem Bereich engagieren. Und es ist notwendig, die Migrationspolitik der FDP durchzusetzen, die da heißt, es sind alle willkommen, die wirklich Schutz brauchen. Es sind alle willkommen, die arbeiten wollen, die an unserem Wohlstand teilhaben wollen, weil sie selber Leistung bringen und die die Spielregeln bei uns akzeptieren. Aber diejenigen, die beispielsweise nach Deutschland kommen, um Antisemitismus zu importieren, die Spielregeln nicht ausnutzen wollen, diejenigen, die auch nicht dazu bereit sind, an unserem Wohlstand durch eigene Arbeit teilzuhaben, die müssen auch wieder gehen, meine Damen und Herren. Und wir haben, wenn diese Bildungskonsensgespräche zum Erfolg führen, dann trotzdem noch einiges vor uns für 2026. Das ist zum einen die Steuerung der Schülerströme, die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung. Das ist in diesen Gesprächen nicht zu machen, das wissen wir. Aber das können wir 2026 durchsetzen. Und wir wollen 2026 auch wieder durchsetzen, das Erfolgreiche, was in diesem Land immer funktioniert hat, Bekenntnis zu einem vielgliedrigen und differenzierten Schulsystem. Denn unsere Kinder, unsere jungen Menschen in Baden-Württemberg brauchen nämlich nicht die eine Schule für alle, sondern für jedes Kind die richtige Schule, meine Damen und Herren. Es sieht so aus, als wenn Winfried Kretschmann zeitnah den Staffelstab übergeben möchte in Baden-Württemberg. Ich kann Ihnen aber versprechen, die FDP-Fraktion macht da nicht mit. Wenn Winfried Kretschmann in den Ruhestand treten möchte vor 2026, dann müssen die Wählerinnen und Wähler wieder gefragt werden. Dann gibt es nämlich eine neue Lage. Und bei der nächsten Landtagswahl, wann auch immer sie stattfindet, wird die FDP alles dafür tun, dass nicht nur Winfried Kretschmann in den wohlverdienten Ruhestand tritt, sondern auch die Grünen in die wohlverdiente Opposition. Dennoch, meine Damen und Herren, bei allen Differenzen zu den Grünen,
Ich habe es gerade am Beispiel der Bildungspolitik deutlich gemacht. Wir sind als FDP-Fraktion dazu bereit und in der Lage, mit allen demokratischen Kräften in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten, ob das CDU, SPD oder Grüne sind. Allerdings gibt es da noch eine politische Kraft in diesem Parlament. Da sieht es anders aus. Da gibt es einen Landesvorsitzenden, der erklärt hat, die Landtagspräsidentin dürfe sich nicht zur Erinnerungskultur äußern, weil ihre Vorfahren nicht auf deutschen Schlachtfeldern geblutet hätten. Da gibt es eine Fraktion, die kürzlich bei der Diskussion zum Thema Stärkung des Antisemitismus beauftragten, als wir uns mit den anderen demokratischen Fraktionen einig gewesen sind. Zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland zählt nicht nur das Existenzrecht des Staates Israel, sondern unsere Aufgabe ist auch der Schutz jüdischen Lebens in Baden-Württemberg und auch das Bekenntnis dazu, dass jüdisches Leben eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Und diese Resolution, diesen Beschluss zur Stärkung des Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg hat diese Fraktion nicht mitgetragen. Und deshalb und aus vielen anderen Gründen, und damit will ich enden, ist eines für die baden-württembergische FDP als Partei und Fraktion klar. Diese Radikalen dürfen in diesem Land niemals Verantwortung tragen. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Stuttgart und wünsche Ihnen selbstverständlich alles Gute für das Jahr 2024. Exakt vor 2 Jahren habe ich hier an dieser Stelle meine erste Dreikönigsrede als Generalsekretär der FDP gehalten. Damals war fast niemand in diesem Raum, also nicht, weil niemand daran interessiert war, sondern weil pandemiebedingt die Möglichkeit nicht vorhanden war. Pandemiebedingt waren nur einige wenige Journalistinnen und Journalisten und Kollegen von uns zugelassen. Und ich habe das schon mal erzählt, ich stand hier, man schaute da vorne in die Kamera rein und hatte gar keine Vorstellung davon, wie letztendlich die Rede, was für eine Wirkung die Rede entfalten könnte oder nicht. Letztes Jahr haben wir dann gemeinsam wieder das große Glück gehabt, die Normalität zu erleben. Letztes Jahr konnten wir diese großartige Veranstaltung wieder hier gemeinsam feiern. Und diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, diese Kundgebung für die Freiheit ist einzigartig. Und diese Veranstaltung ist gerade für uns, für Liberale in Deutschland, für uns als FDP, Balsam für die Seele. Denn es ist egal im Prinzip, wie das Jahr davor oder wie die Zeit davor war, ob die Zeit einfach war, ob es schwierig war, ob wir Regierung sind, ob wir Opposition sind. Hier bei dieser Veranstaltung, bei dieser Kundgebung für die Freiheit mit Dreikönig fängt das politische Jahr für die FDP neu an. Und das ist auch gut so. Und alle, die hier zusammenkommen, alle, die hier in diesem Raum sind, wissen ganz genau, wie wertvoll für uns, vor allem wie wertvoll Freiheit ist. Und alle, die hier sitzen, wissen auch, dass Freiheit und Verantwortung zusammenhängen. Wir haben vor 2 Jahren nach der letzten Bundestagswahl gemeinsam eine Entscheidung getroffen, dass wir nach der Bundestagswahl in die Bundesregierung, Teil der Bundesregierung werden und Verantwortung für dieses Land übernehmen. Wir haben übrigens Verantwortung übernommen für dieses Land zu einem Zeitpunkt,
wo andere mit sich selbst beschäftigt waren, wo andere nicht in der Lage waren, überhaupt Gespräche zu führen. Von Verantwortung wollten die nichts wissen. Und wir wussten damals schon ganz genau, wie kompliziert, wie schwierig eine bestimmte politische Konstellation werden könnte. Und trotzdem haben wir uns dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen für unser Land. Und warum erzähle ich das? Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Freiheit und Verantwortung sind die zwei Seiten derselben Medaille. Und wer von Freiheit spricht, aber von Verantwortung nichts hören will, der macht, meine Damen und Herren, einen großen, großen Fehler. Wir sind hier, weil wir wissen, wie wertvoll Freiheit ist. Auf der ganzen Welt gibt es aber auch Menschen, die würden alles dafür tun, um nur einen Tag so leben zu können wie wir. Vom Privileg der Freiheit, das Privileg. Das ist schon wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, in einer Zeit, wo viele der Meinung sind, es ist alles so schrecklich schlimm in diesem Land und es ist alles kaum zu ertragen. Ich darf daran erinnern, wie es im Rest der Welt aussieht. Es gibt Menschen, die nehmen es in Kauf, ins Gefängnis zu gehen, gefoltert zu werden, ja sogar hingerichtet zu werden, um nur einmal so zu leben wie wir. Einmal sagen zu können, was man sagen will. Einmal fühlen zu dürfen, was man fühlen will. Und einmal, praktisch gesprochen, an einer demokratischen oder freien Wahl teilnehmen zu dürfen. Und es ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren, erst recht an diesem Tag, bei dieser großartigen Kundgebung der Freiheit, auch an diese Menschen zu erinnern, egal wo sie sind, diese Menschen. Egal, wo diese Menschen gerade sind, diese Menschen haben unsere volle Unterstützung und volle Solidarität verdient. Meine Damen und Herren, vor einem Jahr, als ich hier gesprochen habe, da haben wir noch über die Endphase der Pandemie diskutiert, die Rückkehr zur Normalität. Und wir haben natürlich über die Folgen des Krieges in der Ukraine gesprochen, was das für Deutschland bedeutet, was das für Europa bedeutet, ja übrigens für die ganze Welt bedeutet. Dazu wird ja auch Marie-Agnes gleich noch einiges sagen. Und auch in diesem Jahr werden die zentralen Herausforderungen für unser Land enorm sein. Die wirtschaftspolitische Entwicklung, die finanzpolitische, die haushaltspolitische Diskussion, die wir haben, die Zukunft des Sozialstaates, aber auch das große, das Megathema Migration, diese Themen werden uns in diesem Jahr begleiten und werden eine zentrale Herausforderung darstellen für unser Land. Wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es um die Wirtschaftspolitik geht, so wird es auch besonders wichtig sein, was wir als FDP aus unserer Regierungsbeteiligung machen. Es wird wieder um die richtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, für Betriebe und Unternehmen in unserem Land gehen. Und es wird wieder um die Frage gehen, wie schaffen wir den Wirtschaftsstandort Deutschland fit zu machen für die Zukunft? Wie schaffen wir es, die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsstärker zu machen? Wie schaffen wir es, in diesem Land private Investitionen wieder attraktiv zu machen? All diese Fragen, damit werden wir uns beschäftigen müssen. Die anderen in der Koalition werden das nicht tun. Das werden wir machen müssen. Und wir werden wieder diejenigen sein, ich weiß, dass viele das nicht hören können und dass das auch nervt, aber wir werden diejenigen sein, die bei jeder Diskussion und bei jeder Gelegenheit auch daran erinnern, es muss erst erwirtschaftet werden, bevor überhaupt verteilt werden kann. Wir werden daran erinnern. Das Jahr 2024 darf kein Jahr der Krise werden. Es muss ein Jahr des Erfolges werden. Es muss das Jahr sein, in dem wir wieder rauskommen aus der Krise, Richtung Aufschwung. Ich darf übrigens erinnern, auch mal gelegentlich selbstkritisch, auch unser Land, eine selbstkritische Betrachtung auf das eigene Land.
Andere Industrienationen sind erfolgreicher aus der Krise rausgekommen. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Aber das Jahr 2024 darf kein Jahr der Krise werden. Während andere permanent vom Untergang reden, von Krise reden und auch andere in diesem Land gezielt das Land runterschreiben oder schlecht reden, werden wir wieder diejenigen sein müssen, die vor allem optimistisch die sogenannten Zukunftsthemen in diesem Land anpacken werden. Das ist unsere Aufgabe. Und wir werden... Gerade Themen wie KI, künstliche Intelligenz oder Digitalisierung, das sind Themen, die wir vor allem in diesem Jahr, in den nächsten Jahren nach vorne bringen werden. Ich bin Volker Wissing außerordentlich dankbar, dass er derjenige ist, der bei jeder Gelegenheit sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene dafür sorgt, dass wir beim Thema KI oben, ganz klar oben mitspielen. Und er ist derjenige, der vor allem dafür sorgt, wenn es um die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Technologie geht, der bei jeder Gelegenheit sagt, Leute, die Chancen müssen im Mittelpunkt stehen und nicht die Risiken. Lieber Volker, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und auch beim Thema Digitalisierung müssen wir in den nächsten Jahren große Sprünge nach vorne machen. Ja, wir haben es doch in der Pandemie erlebt. Die Gesundheitsämter, die digitale Strukturen hatten, waren in der Pandemie besser aufgestellt und konnten auf die Situation besser reagieren. Übrigens, dasselbe gilt auch in der Migrationspolitik. Wir können die tollsten Gesetze und Regeln auf europäischer Ebene beschließen oder in Deutschland. Am Ende des Tages, wenn Sie keine digital aufgestellte kommunale Ausländerämter haben, wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen ist Digitalisierung nicht nice to have. Digitalisierung ist außerordentlich wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Zu einer klugen Wirtschaftspolitik gehört selbstverständlich auch eine solide Finanzpolitik. Gehört dazu. Kann Christian Lindner gleich mehr dazu erzählen. Ich kann nur persönlich sagen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe ich als eine große Chance empfunden. Ja, selbstverständlich. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist aus meiner Sicht eine große Chance, wenn es darum geht, auch künftig nachhaltige und solide Finanzpolitik zu machen. Denn dieses Urteil ist völlig klar, ist historisch. Und dieses Urteil wird selbstverständlich die Politik der Bundesregierung oder die Bundespolitik maßgeblich beeinflussen. Dieses Urteil wird übrigens auch die Haushalte der Länder beeinflussen und wenn Sie wollen sogar indirekt die Kommunen. Aber am Ende des Tages ist das eine klare Vorgabe für etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren sagen. Finanzpolitik muss solide sein und Schuldenpolitik ist außerordentlich gefährlich für den Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland. Und erst recht in einer Situation wie jetzt, in einer Situation, wo wir es im Euroraum mit der Inflation zu tun haben, in einer Situation mit hohen Zinsen, eine völlig andere Zinsentwicklung noch als noch vor 5 Jahren. Wer in so einer Situation auf die Schuldenpolitik setzt, gefährdet die Zukunft unseres Landes. Und das müssen wir bei jeder Gelegenheit deutlich sagen. Für uns ist eins völlig klar, es gibt Leute in der Politik, die suchen jede Ausrede, egal was passiert, benutzen sie es als Ausrede, um die Schuldenpolitik in Frage zu stellen. Aber für uns ist eins doch völlig klar, der Staat hat keine Einnahmeprobleme, sondern es sind die Ausgaben des Staates. Und da muss man hinschauen, meine Damen und Herren. Und man darf auch eins nicht vergessen, gerade als Liberaler, es ist nicht das Geld des Staates, es ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und ich will Ihnen noch eins sagen. Und das ist der Grund, warum solide Finanzpolitik für uns so wichtig ist. Denn eine solide Finanzpolitik bedeutet für uns vor allem eins, Respekt vor der Leistung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das wird gelegentlich in der Politik vergessen. Wir machen darauf aufmerksam.
Selbstverständlich, wenn wir über die Finanzpolitik diskutieren, wenn wir sagen, wir wollen keine Steuererhöhung, wir wollen an der Schuldenbremse festhalten, dann liegt es in der Natur der Sache, dass man in diesem Jahr auch weiter über Konsolidierungsmaßnahmen nachdenken muss. Und in diesem Zusammenhang wird es selbstverständlich auch eine Diskussion geben in der Politik über die Zukunft des Sozialstaates. Ich will nicht missverstanden werden, weil das oft uns unterstellt wird. Der Sozialstaat ist eine große Errungenschaft. Und wir wollen auch den Sozialstaat, den solidarischen Staat. Und es geht auch nicht darum, diesen Staat kleiner zu machen oder zu kürzen oder abzuschaffen, sondern es geht nur um die Frage, wie man den Sozialstaat effizienter aufstellen kann. Es geht um die Frage, wie die Hilfe bei den Betroffenen, bei den Leistungsberechtigten zielgerichteter ankommen kann. Das ist die entscheidende Frage und diese Diskussion müssen wir führen, meine Damen und Herren. Und das tun wir. Ich bin Bundesminister Hubertus Heil außerordentlich dankbar und ich teile seine Auffassung, dass er jetzt bei den Sanktionen des Bürgergelds tätig werden will. Das ist völlig richtig. Und aus meiner Sicht werden wir auch in diesem Jahr darüber diskutieren, ob die Berechnungsmethodik insgesamt beim Bürgergeld so richtig ist. Aber das ist auch wichtig so. Aber es geht hier nicht um die Technik des Sozialstaates. Das wäre zu kleinkariert. Sondern auch hier geht es um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn der effiziente, moderne Sozialstaat, der muss nicht nur gerecht sein gegenüber denjenigen, die die Hilfe benötigen, sondern der muss auch gerecht sein gegenüber denjenigen, die das Ganze finanzieren. Und auch das gehört dazu, erst recht in einem Hochsteuerland wie Deutschland, wo die Belastungen für die Menschen, für die Unternehmen und Betriebe jetzt schon außerordentlich hoch ist. Deswegen müssen wir diese Diskussion sachlich und ehrlich führen. Und meine Damen und Herren, das ist ja auch von meinen Vorrednern auch angesprochen worden, wir müssen über das zentrale Thema Migration auch in diesem Jahr weiter intensiv diskutieren. Ich empfehle uns, bei diesem Thema pragmatisch zu sein. Und gelegentlich ist es auch hilfreich zu schauen, wie andere erfolgreiche Industrienationen mit dem Thema Migration umgehen. Wie machen das die Kanadier, die Amerikaner? Wie macht das Neuseeland oder Australien? Diese Länder sagen, dass Migrationspolitik interessengeleitet sein muss. Das ist bemerkenswert. Den Begriff in dem Zusammenhang habe ich noch nie in Deutschland gehört. Interessengeleitet und regelbasiert. Diese Länder sagen sehr konkret, welche Form der Migration sie wollen. Und die sagen auch sehr konkret, welche Form der Migration sie nicht wollen. Diese Länder sagen konkret, wir wollen Migration für den Arbeitsmarkt, aber wir wollen keine Migration in die sozialen Sicherungssysteme. Das ist aus meiner Sicht ein kluger Ansatz. Denn nur so wird es übrigens auch am Ende des Tages funktionieren, Humanität und Ordnung zusammenzubringen. Und das ist das, was wir machen wollen. Und unterschätzen Sie eine Sache nicht, und das gehört bei dieser Debatte immer dazu. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land ist weltoffen und tolerant. Sie wollen aber wissen, wer zu uns kommt. Und sie wollen vor allem, dass Migration nach rechtsstaatlichen Kriterien erfolgt. Das gilt übrigens auch, wenn Sie sich die kommunale Ebene anschauen. Die Landkreise, die Kommunen, die Städten und Gemeinden, die sagen uns seit vielen Jahren, bei den Themen Steuerung, Kontrolle und Begrenzung irregulärer Migration müsst ihr erfolgreicher sein und müsst ihr vor allem konkrete Ergebnisse erzielen. Und das ist das, was wir machen. Und die ersten Schritte sind übrigens erkennbar. Weitere müssen folgen, aber die ersten Schritte sind erkennbar. Die Einigung auf europäischer Ebene, dass die gemeinsame europäische Asylpolitik anbetrifft, ist aus meiner Sicht historisch und ein großer Schritt in die richtige Richtung. Stationäre Grenzkontrollen hier im Inland, die Vereinbarung, die wir mit den Ministerpräsidenten getroffen, all diese Maßnahmen sind Instrumente, die dazu beitragen werden, dass wir letztendlich auch auf diesem Feld erfolgreich sein werden. Und das ist auch notwendig, denn hier müssen auch Erfolge erzielt werden. Das ist die Erwartungshaltung, die auch gegenüber dieser Bundesregierung sehr konkret existiert. Und da muss geliefert werden, auch zu wissen, ich weiß, wie schwierig das ist. Und wir wissen auch,
dass diejenigen, die sich heute hinstellen und uns kritisieren, diejenigen sind, die in den letzten Jahren gescheitert sind. Auch das gehört zur Wahrheit in dieser Debatte dazu. Und das ist die migrationspolitische Debatte. Und daneben gibt es auch noch eine integrationspolitische Debatte. Und das ist das Thema, die große Herausforderung Integration. Sowohl beim Thema Migration als auch beim Thema Integration unterscheiden wir uns von unseren politischen Wettbewerbern. Und das ist auch gut so. Ich habe das letztes Jahr hier in einem anderen Zusammenhang erklärt. Ich will das aber gerne wiederholen. Wir sind anders als diejenigen, die diese Debatten immer naiv führen oder filtern wollen oder Teile der Wahrheit ausblenden wollen. Wir haben da kein Problem. Wir mögen es, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Wir mögen die Dinge so, die Realität so zu sehen, wie die Realität auch ist. Aber wir gehören auch nicht zu denen, die mit Vorurteilen und Ressentiments arbeiten, weil wir eine liberale Partei sind. Und Liberale bekämpfen Vorurteile, Liberale schüren keine Vorurteile. Das ist der große Unterschied. Und wir sind... Und auch beim Thema Integration weisen wir darauf hin, dass hier erhebliche Integrationsdefizite existieren. Bis vor kurzem wollte niemand in Deutschland wahrhaben, dass in unserem Land Parallelgesellschaften existieren. Aber sie existieren und das ist die Realität. Und es ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass Parallelgesellschaften sich nicht verfestigen. Das ist außerordentlich wichtig, meine Damen und Herren. Und es geht darum, und da muss man, und vor allem muss man bei dieser Debatte deutlich sein, wer Parallelgesellschaften in den Städten Deutschlands beklagt, der muss in erster Linie die Parallelgesellschaften in den Köpfen der Menschen beseitigen. Das ist der erste Schritt, der dafür notwendig ist. Ich kann Ihnen auch ein, gelegentlich ist es in der Politik auch nicht falsch, Beispiele aus seinem eigenen Umfeld, aus seinem eigenen familiären Umfeld zu erwähnen. Ich will Ihnen ein Beispiel kurz dazu erzählen. Die meisten glauben ja, dass der Name Djirsaray ein typischer Name aus dem Rheinland wäre. Ist aber nicht so, sondern meine Familie kommt aus dem Iran und dort gab es 1979 eine Revolution und dann ist die Familie im Grunde genommen komplett auseinandergegangen. Die Familie hat sich überall auf der Welt, heute ist die Familie überall auf der Welt verteilt, weil es nicht mehr möglich war, im Iran aus politischen Gründen zu bleiben. Und jeder hat woanders auf der Welt sein Glück, seine Liebe gefunden. Und interessant ist es, wenn ich heute mit meinem Cousin aus Amerika rede, der in Kalifornien lebt, wenn ich ihm die Frage stelle, was bist du? Guckt er mich komisch an und dann sagt er sofort, ich bin Amerikaner. So, völlig klar, komische Frage, blöde Frage von dir, ich bin Amerikaner. Wenn ich meinen Cousin aus Australien frage, was bist du? Da sagt er, ich bin Australier. Wenn ich meine Cousine aus Kanada frage, Sie sehen, wie groß die Familie ist. Wenn ich meine Cousine aus Kanada frage, was bist du? Dann sagt die, hä, was für eine Frage, ich bin Kanadierin. Wenn ich meine Verwandten, die in Deutschland leben, dieselbe Frage stelle, was glauben Sie, wie da die Antwort ist? Da ist die Antwort, erstmal Pause, warum willst du das wissen? Und dann kommt die Antwort, ich bin Bürger mit Migrationshintergrund oder Migrationsbiografie. Manchmal höre ich auch, ich bin Deutsch-Iraner. Warum ist das so? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe vielleicht zu viel Spannung gerade hier aufgebaut. Diese rhetorische Methode war mir gar nicht so bewusst, so viel Spannung aufzubauen. Ich weiß es auch nicht. Ja, nein, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Man könnte darüber Vorlesungen halten, man könnte darüber Bücher schreiben. Die Journalisten, die anwesend sind, man könnte auch wahnsinnig viele Interviews zu dem Thema geben. Aber letztendlich weiß ich es nicht genau und ich mache mir natürlich Gedanken darüber. Aber eins ist für mich völlig klar. Ja, wir müssen bei den Themen Kontrolle, Steuerung und Begrenzung irregulärer Migration. Bei diesen Themen müssen wir in diesem Land deutlich besser werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir ein Gefühl dafür entwickeln, was das bedeutet für die Menschen, die zu uns kommen. Vor allem bei den Menschen, vor allem bei den Kindern,
von Migranten oder von Menschen, von Flüchtlingen, die zu uns kommen. Und wir müssen eine Politik machen, die am Ende des Tages bedeutet, alles dafür zu tun, damit diese Menschen in unserem Land nicht mit einem ausländischen Bewusstsein aufwachsen, sondern mit einer inländischen Identität, mit einer deutschen Identität, mit einer europäischen Identität. Ich finde, das ist etwas, was eine liberale Partei auch leisten muss, auch wenn das komplex ist und wenn diese Debatte auch umfassend betrachtet werden muss. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt ein paar Herausforderungen des Jahres 2024 nur skizziert. Weitere Herausforderungen werden kommen. Manchmal weiß man es auch nicht, welche Herausforderungen in einem Jahr auch auf einem zukommen. Ich kann mich erinnern, als wir vor 2 Jahren den Koalitionsvertrag unterschrieben hatten, als alles fertig war. Wenn damals mich jemand aus diesem Raum gefragt hätte, was sind denn die Herausforderungen in der kommenden Wahlperiode, da hätte ich mit Sicherheit gesagt, die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Pandemie. Krieg in der Ukraine habe ich so nicht kommen sehen, sage ich auch als jemand, der über viele Jahre im Auswärtigen Ausschuss war. Flüchtlingskrise, all diese Herausforderungen, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, all diese Dinge in der Form nicht zu sehen gewesen aus meiner Sicht. Und so sieht man, wie enorm, wie die bestehenden Herausforderungen sind und manchmal auch, wie zusätzliche große Herausforderungen dazukommen. Aber ich habe das vorhin gesagt, 2024 darf nicht das Jahr der Krise werden. Wir sind eine Partei, und das sage ich auch gerade in meiner Rolle als Generalsekretär, es sind wahnsinnig viele Individualisten in dieser Partei tätig. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Wir haben eine großartige Diskussionskultur. Auch das ist gut so. Und gelegentlich ist das so, dass wir auch über unterschiedliche Themen auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten diskutieren. Auch das gehört dazu. In einer Partei, wo ich selbst ein Kreisvorsitzender, bin übrigens auch einer, auch ein Kreisvorsitzender ein 10-Punkte-Programm macht, eben wie eine Bundesregierung zu arbeiten hat. Das gehört alles dazu, das ist auch gut so. Ich weiß nicht, warum gelacht wird, das ist auch gut so. Ich will aber, und das ist die wesentliche Botschaft, uns alle eint ein Gedanke. Und dieser Gedanke lautet, wir wollen, dass die Liberalen in Deutschland erfolgreich sind. Wir wollen eine starke liberale Partei in Deutschland. Wir wollen eine starke FDP. Eine starke FDP, die in der Lage ist, die großen Probleme, die zentralen Herausforderungen auch in diesem Jahr zu lösen und starke Beiträge zu leisten. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für 2024. Dankeschön. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Aber ich merke, Sie sind gut drauf und da bin ich Ihnen dankbar. Denn Sie werden, wie wir alle, sich auch ab und zu im Netz bewegen. Und dann denke ich mir manchmal, wie schlecht gelaunt müssen manche sein. Wachen die morgens auf, trinken einen Kaffee, sagen zur Frau, gieß mal nach und kotzen ihren Frust dann ins Netz? Oder was ist los? Ja, die gab es natürlich immer. Aber dann schrieb man Leserbriefe. Den musste man schreiben, den musste man dann in einen passenden Umschlag stecken. Und dann musste man auch noch eine Briefmarke draufkleben. Und spätestens auf dem Weg zum Briefkasten war der Druck weg. Heute braucht man nur etwas zu schreiben und entert. Und die ganze Welt daran teilhaben. Das klingt erstmal lustig, aber das ist es nicht. Denn wie sich das Netz radikalisiert, meine Damen und Herren, sehen wir ja, wenn ein Minister aus dem Urlaub kommt
und konfrontiert wird mit einer Meute von Menschen, die behauptet, sie wollten mit ihm sprechen, wollten sie gar nicht. Meine Damen und Herren, wenn das Schule macht, dass Menschen in einer Demokratie ihre Meinung als Politikerinnen und Politiker nicht mehr machen können, wenn sie körperlich gefährdet werden, dann hört der Spaß auf. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, und spätestens jetzt, meine Damen und Herren, spätestens jetzt ist die Demokratie gefordert. Ich habe gelesen, dass die Menschen sich ins Private zurückziehen. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ja, ich habe es auch gerne nett. Ich fand es toll, zwischen Weihnachten und Neujahr mal weniger zu hören. Aber ist das Demokratie? Ist das die Demokratie, für die unsere Eltern und Großeltern nach zwei Weltkriegen gekämpft haben? Dass wir in einem Land leben dürfen, unsere Meinung zu äußern? Das ist das, was wir gelernt haben. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist auch das 2024 dieses Jahr dafür da, aufzustehen. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit die Mehrheit tyrannisiert. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit uns das Gefühl gibt, dass es uns nicht mehr gibt. Und meine Damen und Herren, also ich lebe gerne in Deutschland. Ich bin dankbar, dass ich hier groß geworden bin in Frieden und Freiheit. Und das ist nicht selbstverständlich. Seit 2 Jahren kämpft die Ukraine gegen die Übernahme ihres Landes. Seit 2 Jahren ist ein brutaler Krieg im Herzen von Europa. Meine Damen und Herren, das kann und das wird uns nicht egal sein. Und wir werden weiterhin couragiert an der Seite der Ukraine sein, weil es auch um unsere Freiheit, um unseren Frieden geht. Wer glaubt denn, dass, wenn Putin Erfolg hat, er aufhört? Wer ist denn noch so naiv, das zu glauben? Mir sagte neulich eine Frau, also zwischen Weihnachten hätte es ja auch mal ein Moratorium geben können. Mein Gott, dieser Stress ist ja nicht mehr zu ertragen. Da habe ich gesagt, rufen Sie doch in Moskau an, damit Sie keinen Stress haben. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, und ich sage das auch ganz deutlich, wir werden weiter an der Seite der Ukraine stehen. Die Ukraine braucht Europa und Europa braucht die Ukraine, damit wir in Frieden und Freiheit auch in Zukunft leben können. Und ich bin Christian Lindner als Finanzminister von Herzen dankbar, dass er eben vor 2 Jahren gesagt hat, wir nehmen 100 Milliarden Euro in die Hand, um diese Bundeswehr wieder stark zu machen, um uns wieder die Fähigkeit zu geben, dieses Land hier zu verteidigen. Und wer mir was von Kriegstreiberei erzählt, der soll in Moskau anrufen oder bei Radio Moskau sich melden. Nicht wir sind die Kriegstreiber, sondern wir sind die Friedenstreiber, weil wir dieses Land beschützen wollen. Und meine Damen und Herren, an der Stelle hat Europa zusammengestanden. Damit hat Putin nicht gerechnet, dass die Staaten gesagt haben, wir helfen der Ukraine. Putin hält die Europäische Union für komplette Weicheier. Meine Damen und Herren, diese Union hat zusammengestanden. Aber machen wir uns nichts vor, wird sie das auch in Zukunft tun? Dazu muss man nämlich einen ziemlich breiten Rücken und auch eine ziemliche Anstrengung. Man muss sich bemühen. Das tun wir in Deutschland und wir können das Problem Ukraine nicht bilateral lösen. Dazu braucht es eine Europäische Union, die nach wie vor bereit ist, die Ukraine zu unterstützen. Das kann Deutschland alleine nicht leisten. Aber meine Damen und Herren, wir als Deutsche profitieren von diesem Europa so ungemein. Und wissen Sie, was die gute Nachricht ist? 2 Dinge. 2 Jahre nach Kriegsbeginn, 2 Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, steht 80% der Ukraine. Dieses Land wurde nicht in 14 Tagen eingenommen. Da sind russische Soldaten einmarschiert in Paradeuniform, weil sie geglaubt haben, das Land einfach so einsacken zu können. Das ist nicht gelungen. Und die gute Nachricht ist, dass Europa mit
im Positiven dafür verantwortlich ist. Und die gute Nachricht ist, dass das die Ukraine auch weiß. Und deswegen auch immer wieder mein Appell. Lassen Sie nicht nach. Nicht wir müssen ermüden. Dort kämpft ein tapferes Volk für Freiheit und Frieden für ganz Europa. Und das ist von Relevanz. Und nicht unsere Müdigkeit ist entscheidend, sondern mit Stärke an der Seite dieses Landes zu stehen. Und meine Damen und Herren, das wird auch die europäische Politik verändern. Wir werden eine viel deutlichere gemeinsame Außenpolitik fahren müssen. Es kann uns nicht egal sein, was im Süden Italiens passiert, was im Süden Spaniens passiert, was im Osten Griechenlands passiert, nach dem Motto, wir sitzen ja hier mit dem Hintern im Warmen. Wir sind ein Kontinent. Und wenn dieser Kontinent weiter existieren will, wenn er nicht aufgerieben werden will zwischen den großen Mächten dieser Erde, und da kommen immer mehr dazu, dann muss dieses Europa resilient werden. Und da ist schon einiges passiert. Aber es ist nicht genug passiert. Sondern wir müssen uns im Klaren dafür sein, dass dieses Europa, wenn es auch in den nächsten 100 Jahren so existieren will, dass es auch die Werte verteidigen muss. Und meine Damen und Herren, das ist keine gute Nachricht. Werte verteidigt man mit Worten. Aber im Ernst mal muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen. Und jeder muss wissen, wer dieses Europa angreift, bekommt es mit 27 Nationen zu hören. Hören Sie genau hin. Hören Sie genau hin. Wir reden hier in Freiheit. Dann ist Ende hier im Gelände. Dann ist Ende hier im Gelände. Auch für Sie. Sie rufen nämlich da nicht mehr zusammen. Meine Damen und Herren, ja, da ist Schluss hier. Und meine Damen und Herren, damit das auch klar ist, es passiert viel Wichtiges in Europa. Ich bin ein totaler Europa-Freak. Und ich sage Ihnen auch, warum. Was ist das für ein Gewinn, dass wir auch aus deutscher Sicht die Chance bekommen haben, im westlichen Bündnis eingebettet worden zu sein? Das war uns doch der jungen Bundesrepublik nicht an der Wiege gesungen. Damals wurde doch schon in Moskau darüber überlegt, Deutschland zu entmilitarisieren und zu neutralisieren. Und es gab kluge Politiker, die gesagt haben, nein, wir sind eingebettet in dieses Europa. Wir profitieren von diesem Europa. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und Sie werden es glauben oder nicht, die europäischen Staaten schauen auf uns. Sie schauen darauf, ob wir in Vorlage gehen und was wir machen. Was für ein Geschenk nach zwei Weltkriegen, dass man Deutschland vertraut. Denn Vertrauen, meine Damen und Herren, das ist nicht nur in der Familie so. Das ist nicht nur in der Firma oder in der Partei so. Vertrauen ist die Essenz von Europa, den Respekt vor den anderen Ländern zu haben. Nicht nur die eigene nationale Sicht zu haben, sondern zu verstehen, dass jedes Land so unterschiedlich, so reichhaltig ist. Und Europa, gerade für junge Menschen, was für Chancen, hier zu arbeiten, dort zu leben, keine Grenzen zu haben. Was für ein Gewinn. Und es lohnt sich, für Europa zu kämpfen, meine Damen und Herren. Und das sollten wir gemeinsam machen. Und meine Damen und Herren, aber natürlich hat Europa auch Schwächen. Und deswegen wollen wir als Liberale auch stärker werden. Da gibt es eine Kommissionspräsidentin. Die habe ich schon als Verteidigungsministerin erlebt. Das ist spannend. Eine sehr fleißige Frau. Das wird auch in Brüssel gutiert. Vor allen Dingen, wenn es um Bürokratismus geht. Sie hat mal als Verteidigungsministerin gesagt, die deutsche Armee, also die Bundeswehr, hätte ein Problem. Das war schon bemerkenswert. Frau von der Leyen wird das Problem der Europäischen Union, meine Damen und Herren, weil wir vor lauter Regeln überhaupt nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist.
Wenn wir aber europäisch denken wollen, dann müssen diese Regeln verringert werden. Wir brauchen weniger von der Leyen und mehr von der Freiheit. Das muss die Zukunft sein. Und meine Damen und Herren, ich freue mich auf diesen Wahlkampf. Ich danke Nicola Beer für ihr Engagement. Ich danke der Kolleginnen und den Kollegen, die bisher für uns in Europa sind. Meine Damen und Herren, ich hätte fast gesagt, halb so alt und doppelt so erfahren. Ich freue mich auf diesen Wahlkampf, weil es so wichtig ist und weil wir den Menschen erklären müssen, worum es geht. Und meine Damen und Herren, letztendlich heißt das aber auch, innerhalb der europäischen Gemeinschaft konsequent zu sein. Ich meine, Sie haben gerade Weihnachten gefeiert. Ich nehme an, da kommt immer mal so ein verstrahlter Onkel oder Tante dazu. Die muss man dann dazu bitten. Ja, ich musste als Kind immer neben diesen Verstrahlten sitzen, weil man sagte, die kann das, die kann sich kümmern. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen entschieden, in die Politik zu gehen. Und dann nehmen wir mal Ungarn. Wie wichtig war Ungarn, als die Mauer fiel? Und was ist politisch aus diesem Land geworden? Meine Damen und Herren, Europa will der Ukraine helfen und Viktor Orban sagt, nö. Und dafür kriegt er 10 Milliarden Euro, damit er für 5 Minuten aufs Klo geht. Meine Damen und Herren. Wo sind wir hier eigentlich? 10 Milliarden Euro, weil er nicht mitstimmen will. Das wird auf Dauer sich die Europäische Union, übrigens krass, dass manche Politiker feigsten und das als ganz tolle Idee bezeichnet haben. Meine Damen und Herren, das kann nicht die Zukunft Europas sein. Die Zukunft Europas muss sein, dass wenn es dort ein Land gibt, beziehungsweise ein Regierungschef ist, der die europäischen Werte mit Füßen tritt und mit Wladimir Putin, dem größten Verbrecher unter der Sonne, kuschelt, dass das letztlich Konsequenzen haben muss. Sonst führen wir die eigene Europäische Union wirklich ad absurdum. Moritz, du weißt es besonders. Liebe Freunde, die Rolle Europas wird neu geschrieben werden müssen. Wir sind Transatlantiker. Ich finde die Vereinigten Staaten wunderbar. Ich gehöre zu den Generationen, dass ich dieses Land fabelhaft finde. Aber es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Und wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass ein Kontinent mit 450 Millionen Einwohnern immer von den Vereinigten Staaten geschützt wird. Es heißt nicht umsonst im englischen Middle East und im deutschen Nahen Osten. Die Probleme sind doch vor unserer Tür. Das Thema Ukraine, das Thema der Nahe Osten, das Thema Iran, das ist in unserer Reichweite, nicht in der Reichweite der Vereinigten Staaten. Und meine Damen und Herren, es ist tragisch genug, dass Europa diese 3,5 Trump-freien Jahre nicht genutzt hat, um aufzuwachen. Jetzt müssen wir aufwachen. Noch ist es nicht zu spät, aber es wird eng. Und auch im Blockdenken mit China. Ja, wir werden immer mit China Handel betreiben. Aber meine Damen und Herren, das ist ein System, was uns am langen Ende verschlucken will. Das muss man einfach wissen. Und wenn mir die Leute sagen, wird schon nicht so schlimm. Doch, es wird noch viel schlimmer, weil dort viel mehr Menschen auf der anderen Seite des Globus leben, als wir in Europa auf die Platte bringen. Das muss uns im Klaren sein. Und das gehört auch zur Realität dazu. Europa, wenn es sich nicht marginalisieren will, wenn es nicht verschwinden will, wenn es für Kinder und Kindeskinder da sein will und soll, dann müssen wir selbstbewusst werden. Wir brauchen eine eigene Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik, eine andere Wertepolitik. Da fanden die Kinder schon an zu weinen bei der Vorstellung, dass die Zukunft eine andere wird. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen. Es treten eine Menge nationaler Parteien an. Nicht zu verwechseln mit Patrioten. Ein Patriot liebt sein Land und sucht das Beste gemeinsam in Bündnissen. In der EU, in der NATO, um gemeinsam stark zu sein. Die Nationalisten,
sind toxisch und gefährlich. Und meine Damen und Herren, das ist nicht profan. Denn letztendlich werden Politikerinnen und Politiker, und dazu gehört die AfD, da gehört auch Frau Wagenknecht dazu, in die EU rein wollen, um sie von innen kaputt zu machen. Und wenn mir heute Leute, die protestieren, sagen, ich wähle die AfD, ich zeug's euch mal, dann verspreche ich Ihnen, wenn die stark werden, können sich der Rest die Subventionen hinter die Ohren kleben. Die kommen nämlich dann nicht mehr, weil diese Europäische Union kaputt gemacht wird. Und meine Damen und Herren, zu Frau Wagenknecht. Ich finde das schon bemerkenswert. Man sollte auch hier mal zuhören, mal richtig hinhören. Und ich habe immerhin gehört und zugehört. Und wissen Sie, was ich bis heute vermisse? Was sagt eigentlich Frau Wagenknecht? Was sagt eigentlich Alice Schwarzer, ihre Busenfreundin? Was sagen diese Frauen aus dem linken Milieu, wenn es darum geht, wie viele Tausende von Frauen in der Ukraine vergewaltigt worden sind, wie viele Kinder ihnen weggenommen worden sind? Wo sind diese Frauen? Meine Damen und Herren, wo ist die aufgeklärte Linke? Wo ist die aufgeklärte Linke? Wo steht sie? Ich erwarte das und ich höre nichts. Und deswegen nehmen wir das ernst. Es werden ja noch andere muntere Parteien kommen. Das ist in einer Demokratie alles okay. Aber nehmen wir es ernst. Ich möchte nicht, dass wir uns in einem Jahr hier treffen und mit Verlaub, für die Presse schreiben Sie bitte nicht mit, ich möchte nicht, dass dann die Kacke hier am Dampfen ist. Und zwar braun und rot. Ich möchte es nicht. Und deswegen möchte ich mit Ihnen allen, für Europa kämpfen. Sie wissen, dass ich begeisterte Motorradfahrerin bin. Ich bin durch viele Gebirge gefahren. Wenn Sie die Alpen nehmen, wo so viele Anrainer sind. An jedem Gipfel, da wo Sie die schönsten Kurven haben, stehen Wegekreuze. Überall stehen Wegekreuze, die daran erinnern, wie die Schlachten in Europa gelaufen sind. Für was? Es sind Tausende, Millionen junger Männer und Menschen gefallen und umgebracht worden, weil sie nationalistisch gedacht haben. Meine Damen und Herren, zeigen wir dem Jahr 2024. Es ist nicht das Jahr der Nationalisten. Es ist das Jahr der Demokraten. Es ist das Jahr der Freiheitsliebende. Es ist das Jahr der Europäerinnen und Europäer. Ich baue auf Sie. Unterstützen Sie uns. Gehen Sie am 9. Juli zur Wahl. Es ist ganz einfach. Es gibt keine erste und Zweitstimme. Sie müssen nicht mal nachdenken, welche Koalition. Sie müssen einfach nur die FDP ankreuzen. Und wenn Sie die Namen dahinter sehen, unsere Namen werden Sie sehen, meinen sowieso, der ist eindeutig am längsten. Meine Damen und Herren, unterstützen Sie uns. Unterstützen Sie uns. Unterstützen Sie meine Kolleginnen und Kollegen. Seien Sie an unserer Seite. Ich bitte Sie. Und wenn Sie es für sich nicht machen, machen Sie es für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder und alle, die uns folgen. Auch die haben das Recht in Frieden und Freiheit, in einem Europa der offenen Grenzen glücklich zu sein und ihren Weg zu gehen. Ich danke Ihnen.
meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wieder liegt ein neues Jahr vor uns. Die einen schauen auf dieses Jahr 2024 mit Hoffnungen, die anderen mit Bedenken. Aber wir haben es selbst in der Hand, etwas aus den nächsten 12 Monaten zu machen. Und deshalb wünsche ich Ihren Familien und Ihnen Glück und Gesundheit und dass Sie all die Ziele erreichen mögen, die Sie sich vorgenommen haben. Wir kommen hier zu dieser wunderbaren Kundgebung zusammen. Und zugleich gibt es viele Menschen, die in Not sind. In der Ukraine, im Nahen Osten und anderswo, aber auch in Deutschland selbst. Ich denke an die Menschen, die betroffen sind vom schrecklichen Hochwasser. Was für eine grauenhafte Vorstellung, dass dort das Wasser unbarmherzig eindringt, wo private Erinnerungsstücke oder Wertvolles liegt oder wo man sich eine berufliche Existenz aufgebaut hat. Mit Dank und Respekt sehen wir die Helferinnen und Helfer. Aber die Betroffenen können sich auch über diesen Tag hinaus darauf verlassen, dass wir solidarisch sind. Denn wir freie Demokraten, wir wollen den Staat nicht für alles zuständig machen. Er kann auch nicht für alles zuständig sein. Wer aber unverschuldet in Not gerät, der kann sich auf die Solidarität unserer Gesellschaft verlassen. Ich stehe heute mit etwas Fieber. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich stehe heute mit etwas Fieber und habe da festgestellt, das ist der Unterschied zwischen Marie-Agnes und mir. Sie braucht keinen Infekt, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Liebe Marie-Agnes, du gibst uns nicht nur Zugkraft für die Europawahl, sondern du gibst uns Power für alle Wahlen, denen wir uns in diesem Jahr stellen. In Berlin die Kommunalwahlen und die 3 Landtagswahlen. Manche werden nach Europa geschickt, damit sie von der Bildfläche verschwinden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht nach Brüssel, damit die Stimme der Freiheit unüberhörbar wird. Du bist die doppelte Kampfansage der FDP. Die Kampfansage an Ursula von der Leyen, die aus dem faszinierenden europäischen Gemeinschaftswerk ein Bürokratieprojekt machen will, und die Kampfansage an all die Rechts- und Linkspopulisten, die das europäische Einigungsprojekt geschichtsvergessen zerstören wollen. Meine Damen und Herren, die letzten Jahre, die lasten schwer auf Deutschland. Die Pandemie mit ihren gesundheitlichen Gefahren, den Freiheitseinschränkungen und den sozialen und wirtschaftlichen Schäden. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der die Friedensordnung auf unserem Kontinent insgesamt infrage gestellt hat. Die darauf folgende Fluchtbewegung zeigt uns unsere Grenzen. Die Russland-Sanktionen, die auch infolgedessen gestiegenen Energiepreise, die Situation in den USA und China, Inflation und gestiegener Zins belasten unsere exportorientierte deutsche Wirtschaft. Die Bundesregierung handelt. Sie ist nicht fehlerfrei. Wer wäre das? Aber wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören.
Was die Stimmung in unserem Land auf einen Tiefpunkt drückt, das sind die Epochenumbrüche. Diesen Epochenumbrüchen müsste sich jeder stellen. Jede Regierung müsste sie bewältigen. Egal wer regiert, komme wer wolle, diesen Realitäten kann man nicht entfliehen. Wir müssen uns diesen Realitäten stellen. Bisweilen habe ich den Eindruck, dass diese Epochenbrüche aber zu einer regelrechten Lust am Untergang geführt haben. Da titelt eine Zeitung: Deutschland im Niedergang, alle gehen mit. Vom Krankenmann Europas ist die Rede. Mir wird zugeraunt. Familienunternehmer bereiteten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Neulich hatte ich eine Veranstaltung, da hat ein DAX-Vorstand den Absturz Deutschlands beschworen, paradoxerweise ausgerechnet an dem Tag, als ein Rekordergebnis seines Inlandsgeschäfts öffentlich geworden ist. Ich bin offen. Ich kann es kaum mehr ertragen. Friedrich Nietzsche. Ich kann es kaum mehr ertragen. Friedrich Nietzsche hat einmal geschrieben: Wer zu lange in den Abgrund hineinschaut, in den schaut auch der Abgrund zurück. Anders gesagt, eine Gesellschaft, die nicht mehr an ihre eigene Zukunft glaubt, die verspielt diese Zukunft selbst. Täuschen wir uns doch auch nicht darin, dass es viele gibt, die unser Land destabilisieren wollen. Jetzt können uns die Reichen nicht mehr leisten. Klimakiller. Also, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Deutschland bei den CO2-Emissionen im vergangenen Jahr einen historischen Tiefstand erreicht hat. Aber eines überrascht und freut mich dann besonders. Wenn Attac jetzt für das Klimageld wirbt, dann ist das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP werben. Meine Damen und Herren, täuschen wir uns nicht. Es gibt Interessen von außen, Deutschland zu destabilisieren. Irgendwo sitzen doch die Trollarmeen, die die sozialen Medien in Deutschland fluten. Und auch in unserem Land selbst gibt es doch politische Kräfte, die destabilisieren wollen und die aus Krisen Kapital schlagen wollen. Denen geht es doch in Wahrheit nicht um eine andere Politik. Den Rechtspopulisten geht es um eine andere Gesellschaft. Sie wollen ein autoritäres Deutschland und dem stellen Liberale sich entgegen. Die politische Kultur in Deutschland hat sich verändert. Auch in unserem Land gibt es eine starke Polarisierung.
Manche sind darauf aus, den demokratischen Rechtsstaat selbst zu delegitimieren. Und deshalb muss sich jede und jeder fragen, wenn man mit Regierungsvorhaben unzufrieden ist, will ich eine andere Politik oder möchte ich ein anderes System? Wer hetzerische WhatsApp-Kacheln im Freundeskreis verschickt, wer Ressentiments toleriert, wer die Verächtlichmachung demokratischer Politikerinnen und Politiker belacht und wer sich für Fakten nicht mehr interessiert, der schwächt nicht nur die liberale Demokratie, sondern gefährdet am Ende auch die eigene Freiheit. Ich sehe deshalb mit Sorge die aktuellen Proteste der Landwirtinnen und Landwirte. Es ist eine Branche eines nachhaltigen Unternehmertums, oft genug mittelständische Familienbetriebe, für die wir Sympathie haben. Es gab viele Versuche, ideologisch in den betrieblichen Alltag hinein zu regieren, auch jenseits wissenschaftlich fundierter Politik. Dem haben wir uns entgegengestellt. Zum Beispiel, indem es ein umsetzbares Tierhaltungskennzeichen gibt und indem die Möglichkeiten von Pflanzenschutz und Düngung ebenfalls praxistauglich umgesetzt sind. Wir sehen auch die Potenziale der Digitalisierung und des hochpräzisen, der hochpräzisen Landwirtschaft, sind offen für neue Züchtungsmethoden. Aber wir haben es mit der Landwirtschaft auch mit einem europäisch und national hochsubventionierten Sektor zu tun. Wir haben verstanden, dass bei der Kraftfahrzeugsteuer und dem Wegfall des grünen Kennzeichens viel Bürokratie entstanden ist. Und auch, dass der Verzicht auf den Agrardiesel, um Überforderungen zu vermeiden, schrittweise erfolgen sollte. Dagegen kann man immer noch sein. Aber gerade eine europäisch und national so hoch subventionierte Branche wird sich nicht jedes Konsolidierungsbeitrags erwehren können. Man kann nicht auf der einen Seite von jetzt der gesenkten Stromsteuer profitieren wollen. Man kann nicht zusätzliche Fördermittel für den Stallumbau fordern und auf der anderen Seite auch an alten Subventionen festhalten. Wer neue Subventionen will, muss auch auf alte verzichten. Die gefährliche Situation, in die mein Kollege Robert Habeck gekommen ist, war völlig inakzeptabel. Die Sachbeschädigungen, auch die angekündigten Blockaden, sind unverhältnismäßig. Hier wie sonst kann es nur eine Konsequenz geben. Landfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung. Das sind Fälle für den Staatsanwalt. Ich wende mich an die Landwirtinnen und Landwirte. Das ist eine Branche nicht wie jede andere, denn sie hat etwas mit unserer Grundversorgung zu tun. Diese Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft hat umgekehrt auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Deshalb muss der Protest, wenn es ihn gibt, verhältnismäßig im Rahmen unserer demokratischen Ordnung erfolgen. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um.
Die Lage ist ernst und wir haben viel Arbeit. Ich bin überzeugt davon, durchwursteln, eine Form von wir schaffen das, unterhaken oder das unkritische Bauen darauf, dass der Staat es schon richtet, wird die Lage nicht wenden. Umgekehrt aber droht Deutschland auch nicht der Absturz ins Bodenlose. Wir sind ein starkes Land. Unsere Wirtschaft hat viel Substanz. Wir haben es mehr als einmal geschafft, auch Wenden in unserem Land zu erreichen. Es gibt einen dritten Weg zwischen Gesundbeten und Schwarzmalerei. Und das ist sich den Realitäten stellen und etwas unternehmen. Wir sind freie Demokraten, weil wir von der Zukunft nichts befürchten, sondern etwas erwarten. Ich bin mir sicher, in unserem Land gibt es viele Menschen, die einen Aufbruch wollen, die den Missmut satt sind und die nur auf den ersten Achtungserfolg des Optimismus warten. Jetzt ist es an uns, es ist unsere Aufgabe, dieses Land wieder mit unserer liberalen Tatendurstigkeit anzustecken. Das ist nichts. Meine Damen und Herren, das ist nichts, was man delegieren kann, wie auch die bürgerliche Mitte es in Deutschland gelegentlich tut, sondern das ist eine Aufgabe für jede und für jeden Einzelnen von uns, Aufbruch, Veränderung, Stimmungsumschwung zu erreichen. Jede und jeder kann jeden Tag den Unterschied machen. Jede und jeder kann jeden Tag sich die Frage stellen, stehe ich auf oder bleib ich liegen? Gehe ich voran oder lasse ich mich mitziehen? Schaue ich hin oder schaue ich weg? Schenke ich anderen ein Lächeln oder bringe ich jemanden zur Wut? Der Stimmungsumschwung in unserem Land ist in unser aller Interesse, aber auch in unserer gemeinsamen Verantwortung. Deshalb fangen wir jetzt an. Stellen wir uns der neuen geopolitischen Realität. Es gibt Gesellschaften, es gibt Staaten, die wollen die tatsächliche oder angebliche Vormachtstellung des liberalen Westens durchbrechen. Damit meinen sie oft genug nichts anderes als die regelbasierte, multilaterale, internationale Ordnung. Insbesondere Putin will nicht nur die Ukraine unterwerfen, sondern der will gleich unsere Lebensweise, unseren Lebensstil zerstören. Mit all den weltoffenen liberalen Werten, die wir haben. Auch manch ein Handwerksmeister aus Sachsen zum Beispiel, wo ich neulich im Gespräch war, beklagt die Bürokratie in Deutschland. Der gleiche Mann in Russland würde aber die Bürokratie beklagen und danach wäre er im Gefängnis. Und dennoch gibt es in Deutschland Kräfte, die wollen aus wirtschaftlichen Gründen Konzessionen mit Putin machen. Weidel und Wagenknecht. Die sind für einen vielleicht kurzfristig sich tatsächlich ergebenden wirtschaftlichen Vorteil für unser Land offen dafür, über die Köpfe der Ukraine hinweg mit Russland zu verhandeln. Die sind also bereit, wieder hinzunehmen, dass ein Staat einen anderen Staaten zum Satelliten macht oder dass mit Gewalt Grenzen in Europa verschoben werden. Um es ein für alle Mal in aller Klarheit zu sagen, wer die Freiheit der Ukraine opfert, der wird im Ernstfall auch nicht bereit sein, für unsere eigene Freiheit zu kämpfen. Deshalb
Deshalb unterstützen wir die Ukraine weiter. Finanziell und auch militärisch. Wir werden fortwährend weiter darüber sprechen müssen, was ist zusätzlich nötig an wirtschaftlicher Unterstützung oder auch an Waffensystemen. Deutschland ist in Europa hier in einer führenden Rolle. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. 50% der gesamten europäischen Unterstützung für die Ukraine werden von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aus Deutschland geleistet. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn mehr nötig ist, wird allerdings nicht nur Deutschland alleine leisten müssen. Die Bedrohung besteht für Europa insgesamt. Also müssen auch andere sich an der Lastenteilung beteiligen. Es kann nicht darauf hinauslaufen, dass Deutschland mehr für die Ukraine tut, damit andere starke europäische Staaten weniger tun müssen. Jetzt muss sich zeigen, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist, die in diesen Zeiten zusammensteht. Auch unsere eigene Sicherheitslage steht ja wieder auf dem Prüfstand. Marie-Agnes hat darauf hingewiesen, dass wir die Bundeswehr jetzt ertüchtigen. Diesen Weg werden wir weitergehen müssen. Gleichzeitig kommen auch alte Ideen wieder. Es wurde neu aufgeworfen von Markus Söder, die Wiedereinführung oder Aktivierung der allgemeinen Wehrpflicht in unserem Land. Garniert mit einem Foto aus Rekrutentagen. Das hat nichts mit Realpolitik zu tun. Das ist Romantik. Denn in dieser Lage, in der wir sind, über die allgemeine Wehrpflicht nachzudenken, trägt nicht zur Sicherheit bei. Wir schwächen uns, weil in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel halten wir eine Generation davon ab, einen qualifizierten Beruf zu erlernen und auszuüben, um einige Monate tätig zu sein als angelernte Kraft. Wir greifen tief in individuelle Freiheiten ein, obwohl der Bezug zur Sicherheit nicht da ist. Denn im 21. Jahrhundert besteht Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr darin, wieder Kreiswehrersatzämter einzurichten, sondern darin, dass wir hochqualifizierte Soldatinnen und Soldaten für eine Technologiearmee finden. Und darin besteht die Aufgabe. Und deshalb halten wir daran fest, die Bundeswehr auch über das aktuelle Sonderprogramm des Grundgesetzes mit gut 2% unserer Wirtschaftsleistung zu ertüchtigen. Gegenwärtig gelingt das noch durch die Mittel, die wir vor die Klammer gezogen haben. Aber in kurzer Zeit, in wenigen Jahren, werden diese Mittel eingesetzt sein. Und wir werden aus den laufenden Etats die Bundeswehr stärken müssen. Ich prognostiziere, dass dann neue politische Richtungsfragen aufgeworfen werden, weil diese Form der Prioritätensetzung ja von uns verlangt, dass anderes zurückgestellt wird. Es wird nicht möglich sein, alles gleichzeitig zu tun, sondern wir werden Entscheidungen treffen müssen, uns auf wirklich Wesentliches zu konzentrieren. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land diese Richtungsentscheidung und diese Prioritäten setzen muss. Aus einem guten, nein, aus dem besten Grund, nämlich Frieden in Freiheit. Und ohne Frieden in Freiheit ist alles andere nichts. Stellen wir uns den wirtschaftspolitischen Realitäten. Der deutsche Staatshaushalt
war nicht gesund. Wir sind auf dem Wege der Besserung, aber einiges ist noch zu tun. Schon vor der Pandemie hat der niedrige Zins dazu verleitet, dass soziale Ausgaben und Standards, Leistungen, ich denke an die Rente mit 63, schneller eingeführt worden sind als die eigentliche wirtschaftliche Tragfähigkeit. Es hat sich dadurch ein strukturelles Defizit ergeben, das nur durch den außergewöhnlich niedrigen Zins und die Rücklagen, die sich daraus ergeben haben, überdeckt worden ist. Dann kam die Zeit der Pandemie mit einer expansiven Fiskalpolitik, wo Geld scheinbar keine Rolle gespielt hat, wo wir fast 10 Prozentpunkte an Staatsverschuldung zugelegt haben. Wir müssen uns neu mit der Tatsache vertraut machen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Gebot der Ökologie ist. Nachhaltigkeit ist auch eine Anforderung an die Ökonomie. Und deshalb müssen wir zurückkehren zu dem Grundsatz, dass der Staat dauerhaft nicht mehr Geld einsetzen kann, als die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, ihm zur Verfügung zu stellen. Das ist aber ein Weg, den wir da gehen. Auch mit teilweise unbequemen, auch kontroversen Entscheidungen. Beispielsweise gab es jetzt ja um den Jahreswechsel eine Diskussion über die Frage, werden eigentlich die Menschen in Deutschland im Jahr 2024 be- oder entlastet? Dann gab es Beispielrechnungen. Und da wurden zwei Dinge zusammengebracht. Nämlich beispielsweise die reduzierten Mehrwertsteuersätze, die ausgelaufen sind, dann auf der anderen Seite mit den Veränderungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Diese beiden Dinge sind aber differenziert zu betrachten. Die reduzierten Mehrwertsteuersätze, die verschobene Erhöhung des ursprünglich geplanten CO2-Preises, die Preisbremsen, all das waren notwendige, aber befristete Krisenmaßnahmen. Die eine oder der andere mag Sympathie haben, sie auf Dauer einzuführen, aber dies geht nur dann, wenn man auf anderes verzichtet und Gegenfinanzierungen findet. Krisenmaßnahmen wie diese reduzieren den Preisdruck, der von den Weltmärkten oder der Inflation kommt. Zur Realität gehört aber, sich einzugestehen, der Staat kann nicht auf Dauer gestiegene Preise oder höhere Importkosten von den Weltmärkten ausgleichen. Der Staat kann ruinöse Preisspitzen dämpfen, den Lebensstandard der Menschen in Deutschland sichern. Das allerdings kann nicht der Staat, das kann nur eine prosperierende Wirtschaft leisten. Umgekehrt aber. Umgekehrt, auf der anderen Seite haben wir aber bei der Lohn- und Einkommensteuer das Notwendige getan, ist darauf hingewiesen worden. Das war auch eine intensive Diskussion innerhalb von Bundesregierung und Koalition. Die kalte Progression im Jahr 23 und jetzt im Jahr 24 zu beseitigen. Übrigens, erstmals auch durch eine Rechtsverschiebung des Solidaritätszuschlags, sodass auch dort dann nicht qualifizierte Fachkräfte, Selbstständige und Freiberufler belastet werden. 15 Milliarden Euro an Entlastung alleine für dieses Jahr. Das macht für manche Familie mehrere hundert Euro Entlastung aus. So muss es auch weitergehen. Durch den deutlich gestiegenen Regelsatz für die Grundsicherung wird es noch einen Nachschlag geben müssen beim steuerfreien Grundfreibetrag für die arbeitende Mitte. Und wir werden in diesem Jahr auch nach vorne schauen müssen, wie sich die kalte Progression in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Und ich sage voraus, das wird für die nächsten Jahre 25, 26 wieder eine intensive Diskussion in der Koalition geben, ob es möglich ist, auf die automatischen Steuererhöhungen der kalten Progression zu verzichten. Für uns aber ist dies eine Frage der Gerechtigkeit. Denn nicht nur die Leistungen für diejenigen, die nicht arbeiten, dürfen an die Preisentwicklung angepasst werden. Genauso muss auch die Einkommenssteuer an die Inflation angepasst werden für diejenigen, die den Sozialstaat mit ihrer Arbeit tragen. Liebe Gäste, wir haben eine fiskalische Trendwende inzwischen erreicht. Michael Theurer hat die Zahl schon genannt, von 69% Schuldenquote 2021, 64% in diesem Jahr, von 3,6% jährlichem Defizit jetzt auf 1,5% in diesem Jahr. Das ist freilich kein Selbstläufer, sondern muss immer wieder neu begründet und erarbeitet werden. Davon wurden wir alle in diesen Tagen wieder Zeuge, als sogar der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion neu die Frage aufgeworfen hat, ob nicht eigentlich das mit dieser Konsolidierung ersetzt werden könnte durch eine neuerliche Ausnahme von der Schuldenbremse, einen neuerlichen Notlagenbeschluss. Diese fiskalische Trendwende fortzusetzen, kostet also Überzeugungskraft und Arbeit. Allerdings haben wir zwei starke Verbündete, nämlich die ökonomische Vernunft und das Grundgesetz. Wir brauchen wirksame Fiskalregeln, weil sich das wirtschaftliche Umfeld verändert hat. In den Zeiten, als der Zins für den Staat niedriger war als das Wachstum, da konnte er sich stark verschulden und er hat seine Probleme gewissermaßen über die Zeit selbst und automatisch gelöst. Diejenigen, die das vertreten, benötigen für ihre Position allerdings ein Update, denn inzwischen ist der Zins höher als das Wachstum. Wir halten also die Schuldenbremse ein, nicht aus Dafke, sondern um die Glaubwürdigkeit an den Kapitalmärkten zu erhalten, damit Deutschland Stabilitätsanker in Europa bleiben kann, damit wir neue Sicherheitspuffer aufbauen und damit nicht irgendwann dieses Land durch Zinsen und Tilgung stranguliert wird. Nicht aus Dafke, sondern als Gebot ökonomischer Vernunft halten wir an der Schuldenbremse fest. Und der zweite Verbündete. Und der zweite Verbündete, das ist das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja erstmals umfassend mit einer Auslegung der Schuldenbremse des Grundgesetzes beschäftigt. Dieses Grundsatzurteil war veranlasst durch eine Entscheidung der Bundesregierung und des Haushaltsgesetzgebers. Betroffen hat sie allerdings die Staatspraxis insgesamt. Es ist ein für uns ziemlich peinliches Urteil, das uns aber in besonderer Weise jetzt in die Verantwortung nimmt, die neu gewonnene Rechtsklarheit zu befolgen. Es kann natürlich Notlagen geben, unvorhergesehene Ereignisse. Auf die kann der Staat reagieren. Dafür gibt es die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben. Das ist nicht automatisch ein Grund für eine Notlage, für eine Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes. Wenn es einen neuen Finanzierungsbedarf gibt, dann ist doch zuerst zu schauen, kann man ihn im regulären Etat decken? Ist er so erheblich, dass er nicht durch Umschichtung geleistet werden kann? Und Umschichtung mag unbequem sein, aber manchmal ist sie eben möglich und nötig. Die Ausnahme von der Schuldenbremse ist nicht die politisch bequemste und deshalb erste Option für die Politik, sondern die letzte, gewissermaßen die Ultima Ratio. Und deshalb muss Herr Mützenich wissen, dass ich einen Amtseid geschworen habe, das Grundgesetz zu verteidigen.
Dieser Finanzminister wird keine Entscheidung unterstützen, die neue verfassungsrechtliche Risiken bringt. Das ist schon allein der Respekt vor unserer Verfassung. Das gebietet allein der Respekt vor unserer Verfassung. Es ist auch nicht so, dass es eine Wahl wäre, die Schuldenbremse einzuhalten oder in Infrastruktur und Zukunft zu investieren. Wir haben Investitionen auf Rekordniveau für dieses Jahr eingeplant. Auch die Investitionsquote im Bundeshaushalt steigt im Vergleich zur Vorkrisen, zur Corona-Zeit. Die Aufgabe ist es, Prioritäten zu setzen. Denn dieser Staat hat kein Einnahmeproblem. Unser Problem ist das Problem der Prioritätensetzung, weil alles immer gleichzeitig gehen soll. Und oft genug sind in der Vergangenheit dann die Zukunftsinvestitionen der Prioritätensetzung zum Opfer gefallen. Und genau diesen Mechanismus müssen wir umkehren. Nicht, was in der Gegenwart bequem ist, darf Vorfahrt haben, sondern was für die Zukunft unabweisbar ist, muss Priorität gewinnen. Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land kann uns nicht zufriedenstellen. Wir haben schlicht zu wenig wirtschaftliches Wachstum. Ich bin aber überzeugt, dass die deutsche Wirtschaft ein erhebliches Turnaround-Potenzial hat. Es wird regelmäßig ja gesagt, naja, wegen der ganzen Subventionen in den USA gerät die deutsche Wirtschaft ins Hintertreffen. Wer daran glaubt, dass die deutsche Wirtschaft für einen Aufschwung staatliche Subventionen benötigt, der verkennt, worin die wahre Stärke von Mittelstand, Start-ups, Handwerk und Industrie in unserem Land besteht. Nicht der Appetit nach Subventionen, sondern Weitsicht, Innovationskraft und Risikobereitschaft begründen den Wohlstand unseres Landes. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir nach dem ersten Konsolidierungspaket für den Bundeshaushalt jetzt ein Dynamisierungspaket für unsere deutsche Wirtschaft brauchen. Erstens müssen die Meseberger Bürokratiebeschlüsse, die unser Freund Marco Buschmann vorbereitet hat, umgesetzt werden. 3 Milliarden Euro geringerer Erfüllungsaufwand für die deutsche Wirtschaft stecken dahinter. Der Bürokratiekostenindex in unserem Land wird danach auf ein Allzeittief sinken. Und wir sollten noch darüber hinausgehen. Das von der CDU eingeführte Lieferkettengesetz bringt in der Praxis nichts außer lästiger Bürokratie. Es kann entschlackt werden. Die öffentliche Auftragsvergabe. Die öffentliche Beauftragung von Unternehmen kann entbürokratisiert werden. Und mit diesen Maßnahmen ist nicht nur verbunden, dass wir mehr Flexibilität und Tempo bekommen. Es ist auch ein Vertrauensbeweis gegenüber der deutschen Wirtschaft. Denn Bürokratie ist nicht nur lästig, sie ist auch ein Misstrauensvotum, dass die ehrlichen Kaufleute nicht gut wirtschaften und sich nicht ethisch verhalten. Zweitens müssen wir unseren Arbeitsmarkt mobilisieren und flexibilisieren. Bei den älteren Arbeitnehmern, aber auch bei den Reserven, die wir haben, bei denen, die gegenwärtig nicht arbeiten. Wir machen Schritte jetzt mit dem Jobmotor, um die Geflüchteten aus der Ukraine zum Beispiel durch eine intensivere Kontaktdichte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir setzen jetzt das Instrument der Sanktionen bei den Verweigerern ein. Nicht nur, um damit Geld zu sparen, sondern auch, um zu erreichen, dass diese Menschen sich bewegen. Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, dass der Arbeitsminister Hubertus Heil hier für diesen Vorschlag aus der eigenen Partei und von Sozialverbänden kritisiert wird. Nicht Totalverweigerer zu sanktionieren ist doch das Problem.
Das Problem wäre, es nicht zu tun, weil Solidarität in dieser Gesellschaft keine Einbahnstraße ist. Drittens, in dieses Dynamisierungspaket gehört ein marktwirtschaftliches Klimaschutzgesetz. Wir haben im vergangenen Jahr niedrige CO2-Emissionen gehabt, aber eben nicht in jedem Sektor. Das planwirtschaftliche, von der CDU geerbte Klimaschutzgesetz betrachtet aber jeden Sektor jährlich planwirtschaftlich gleich. Wenn also die einen mehr tun können, dann hilft das den anderen, die mehr Trägheiten haben, wie zum Beispiel im Mobilitätsbereich, nicht. Die Konsequenz ist, dass, wenn wir nichts ändern würden, dann irgendwann, obwohl wir unsere nationalen Ziele erreichen, im Verkehrssektor vielleicht als Ultima Ratio gar über Fahrverbote nachgedacht werden müsste. Deshalb brauchen wir jetzt ein marktwirtschaftliches Klimaschutzgesetz, wo der eine Sektor dem anderen hilft, nicht um weniger Klimaschutz zu erreichen, sondern um dafür zu sorgen, dass in dem Sektor, wo schneller und günstiger CO2 eingespart wird, die Effekte erzielt werden. Denn nicht am grünen Tisch sollte über den Weg in die Treibhausgasneutralität entschieden werden, sondern im marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb. Viertens. Viertens. Zu einem Dynamisierungspaket gehört, dass wir das Kapital, das wir in Deutschland haben, mobilisieren. Banken, Versicherungen, Kapitalsammelstellen anderer Art haben Milliarden Euro unter Verwaltung und investieren es, aber nicht in Deutschland, dieses Kapital, sondern oft genug andernorts. Investieren es nicht in Start-ups oder in Infrastrukturprojekte in unserem Land. In Frankreich aber passiert das. Das ist ausnahmsweise mal da nicht europäische Regulierung, sondern deutsche. Wenn die Franzosen mit ihrer TIPI-Initiative schaffen, dass deren Versicherungen und Kapitalsammelstellen hochinnovative Unternehmen mit Milliarden Euro finanzieren, dann muss das in Deutschland auch gelingen. Von mancher liebgewonnenen Idee der Risikofreiheit der Kapitalanlage, manch gut gemeinter Idee des Verbraucherschutzes sollten wir uns verabschieden und etwas mehr Unternehmergeist wagen. Wir können alle nur davon profitieren. Wenn Frankreich das kann. Und meine Damen und Herren, das Wachstumschancengesetz muss kommen. Es beinhaltet steuerliche Anreize für Investitionen und für Forschungsvorhaben. Es reduziert den bürokratischen Erfüllungsaufwand und weiteres mehr. Gibt Anreize für die Baukonjunktur. Gegenwärtig wartet aber die deutsche Wirtschaft auf diesen Baustein zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich will gar nicht sagen, dass das schon jetzt eine große Unternehmenssteuerreform wäre. Die gibt es schon seit vielen Jahren, noch keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Aber immerhin etwas, was gelungen ist zu verabreden mit Sozialdemokraten und Grünen. Und nun wird dieses Vorhaben ausgerechnet blockiert von der CDU/CSU, die sich nicht dafür öffnet, über dieses Gesetzgebungsvorhaben im Kontext des Vermittlungsausschusses zu sprechen. Die einen aus der CDU/CSU sagen, es sei zu wenig, sei mickrig. Die anderen sagen, es sei zu viel, die Länder können es sich nicht leisten. Und im Ergebnis passiert nichts. Die Bundesregierung ist bereit, mit der CDU/CSU zu sprechen, was sie genau will, was sie vorschlägt, wo das Gesetz kleiner werden soll oder und wie es größer werden kann. Die Aufgabe ist aber, dass die Union sich für seriöse Verhandlungen öffnet. Wenn Friedrich Merz einen Führungsanspruch hat für das Land insgesamt, dann soll er ihn jetzt erst einmal in seiner eigenen Fraktion und gegenüber den eigenen Ländern beweisen und dafür sorgen, dass über dieses Vorhaben entschieden werden kann. Meine Damen und Herren,
Mir scheint, SPD und Grünen schwant, dass die ganzen sozialpolitischen und auch ökologischen Vorhaben, die diese Parteien haben, im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nur sehr schwer unter großen Anstrengungen zu realisieren sind. Manche träumen dann noch von Steuererhöhungen oder eben Umgehungen der Schuldenbremse. Es wird sie nicht geben. Aber ich habe ein Gegenangebot an unsere Koalitionspartner. Wenn wir die vielen sozialen und ökologischen Vorhaben und die weitere Ertüchtigung der Bundeswehr nicht durch Steuererhöhungen oder Schuldenerhöhungen finanzieren, dann gehen wir doch einen anderen Weg. Mein Vorschlag ist, sorgen wir doch dafür, dass eine wieder starke und wachsende Wirtschaft uns die Mittel zur Verfügung stellt, die wir brauchen für Soziales, Ökologisches und die Sicherheitspolitik. Es ist kein Widerspruch, wirtschaftsfreundliche, wachstumsfördernde Politik zu machen oder soziale und ökologische, sondern im Gegenteil. Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik ist die Voraussetzung dafür, überhaupt soziale und ökologische Politik machen zu können. Und deshalb brauchen wir in diesem Jahr nun die Wirtschaftswende. Stellen wir uns auch den gesellschaftspolitischen Realitäten. Dieses Land muss seinen Zusammenhalt teilweise neu begründen. Nicht wenige haben das Gefühl, es geht nicht gerecht in Deutschland zu. Oft genug sind die Antworten dann aber uralt und gerichtet auf Umverteilung, teilweise wieder in einer geradezu klassenkämpferischen Diktion. Und manche neue Idee ist auch nicht gut. Jetzt haben ja Ende des vergangenen Jahres die Jungsozialisten beschlossen, dass jeder junge Mensch am 18. Geburtstag ein Grunderbe vom Staat erhält in Höhe von 60.000 Euro. Jeder bekommt zum 18. Geburtstag 60.000 Euro vom Staat. Eine faszinierende Idee. 60.000 Euro sind auch eine Stange Geld für eine oder einen 18-Jährigen. Auf Sicht der Lebensarbeitszeit relativieren sich aber 60.000 Euro. Deshalb bin ich überzeugt, statt am 18. Geburtstag ein Grunderbe von 20.000 oder 60.000 Euro auszuzahlen, sollte man in den 18 Jahren zuvor lieber in die Schul- und sonstige Ausbildung von Kindern und Jugendlichen investieren. Insbesondere ist das nötig nach den jüngsten Ergebnissen der PISA-Studie, die ja noch dramatisch schlechter waren als die zuvor. Wir können angesichts der Ergebnisse des deutschen Bildungssystems und seiner Schülerinnen und Schüler nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Denn hier stehen nicht nur individuelle Lebenschancen auf dem Spiel, sondern der Wohlstand unserer Gesellschaft insgesamt. Eine erste Konsequenz zieht ja Bettina Stark-Watzinger mit dem Startchancenprogramm. In den nächsten 10 Jahren 20 Milliarden Euro von Bund und Ländern, und zwar gezielt für die Schulen, die besondere soziale Aufgaben haben bei der individuellen Förderung und bei der Integration. Ein wichtiger Baustein, um die fatale Verbindung von beruflichem Weg und Herkunft aus dem Elternhaus zu überwinden. Die Bildungsmilliarde, von der ich im letzten Jahr hier gesprochen habe, die Bildungsmilliarde kommt trotz aller Haushaltskonsolidierung, denn überall mag man sparen, töricht aber wäre es, bei der Zukunft von Kindern und Jugendlichen zu sparen.
Auch die Frage der inländischen Identität, Bijan, beschäftigt uns, beschäftigt viele. Gerade angesichts der Bilder der antisemitischen Demonstrationen in Deutschland. Viele stellen sich die Frage, was hält unser Land zusammen? Die CDU hat dieses Thema auch gerade ja wieder aufgerufen unter der erneuerten Überschrift der Leitkultur. Es wurde dann noch garniert mit Einordnungen zum Weihnachtsbaum. Meine Damen und Herren, daran zeigt sich eins. Die FDP ist nicht der wirtschaftspolitische Arbeitskreis der CDU, sondern eine eigenständige liberale Partei. Denn wir wissen, eine im besten Wortsinne individualistische und vielfältige Gesellschaft, die kann man nicht zusammenbinden mit einem kollektivistischen Gesellschaftsverständnis. Wir brauchen individuelle Leitideen, die unabhängig von unserem eigenen Hintergrund akzeptabel sind. Und wir haben sie. Wir müssen sie nicht erfinden. Diese Leitideen sind die objektive Wertordnung des Grundgesetzes mit Würde und Freiheit des Einzelnen und der Gleichberechtigung der Geschlechter. Zu unseren Leitideen gehört, dass unser Land sich seiner historischen Verantwortung stellt, deshalb bekennt zum Existenzrecht des Staates Israel, übrigens in friedlicher Koexistenz mit einem eigenen Palästinenserstaat, und dass wir uns jedem Antisemitismus entgegenstellen. Zu unseren Leitideen gehört das Aufstiegsethos des Wirtschaftswunders, dass sich nämlich eigene Arbeit lohnt und dass man sich etwas aufbauen kann. Wir müssen nichts Abstraktes erfinden und dabei vielleicht andere ausgrenzen oder kollektivistische Schablonen über eine vielfältige Gesellschaft wölben. Wir haben diese Leitideen, aber wir müssen nicht über sie reden, sondern wir müssen sie jetzt tatsächlich durchsetzen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir das Staatsangehörigkeitsrecht ändern. Denn bisher, mit dem alten, von der CDU mitgetragenen Staatsangehörigkeitsrecht, da konnten Antisemiten einen deutschen Pass bekommen. Es konnte eingebürgert werden, wer noch niemals durch eigene Hände Arbeit für seinen Lebensunterhalt gerade gestanden ist. Und genau das ändern wir. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht sorgt dafür, dass antisemitische Neigungen den deutschen Pass verwirken, und die Voraussetzung dafür, Deutsche oder Deutscher zu werden, ist, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu bestreiten. Und meine Damen und Herren, ich nenne das fordernde Integrationspolitik. Das gehört zum neuen Realismus, eine fordernde Integrationspolitik. Denn Integration, das ist nicht zuerst die Leistung der aufnehmenden Gesellschaft. Integration ist vor allen Dingen die Erwartung der aufnehmenden Gesellschaft an jene, die kommen. Dafür muss das Angebot aber für alle zugänglich sein, und deshalb kein Kollektivismus, sondern jede und jeder darf diesen German Dream von Freiheit und Weltoffenheit und sozialem Aufstieg mit uns träumen. Da fragen wir nicht nach der ethnischen Herkunft, nach dem kulturellen Vorlieben oder nach dem Schmuck des Weihnachtsbaums, sondern nur danach, welchen Beitrag jemand für unser Land leisten will. Meine Damen und Herren, wir tragen Regierungsverantwortung nicht um unserer selbst willen, sondern weil wir dieses Land gestalten wollen. Wir sind auch als liberale Partei kein Debattierclub, der sich nur mit Lehrbuchweisheiten beschäftigen will, die nicht dem Realitätscheck standhalten müssen. Wir wollen das Land gestalten. Der Preis dafür ist aber immer Kontroverse. Wir werden hart kritisiert. Und es ist auch das Recht und die Aufgabe, zum Beispiel der parlamentarischen Opposition.
Und dennoch wundert mich bisweilen, wie, in welchem Stil die größte Oppositionspartei im Bundestag dieses Recht und diese Aufgabe ausfüllt. Vor der Weihnachtspause hat im Deutschen Bundestag zum Beispiel der Generalsekretär der CDU gesagt, es sei Wahnsinn, was die Regierung mit diesem Land anstelle. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass bisweilen die Kritik etwas übersteuert ist. Wahnsinn sei das, was wir mit dem Land anstellten. Ich weiß nicht, ob man das so fortsetzen sollte, aber wir könnten es auch. War es nicht zum Beispiel Wahnsinn, dass Deutschland über Jahre keine geordnete Migrationspolitik hatte und eine Linie der nahezu grenzenlosen Aufnahmebereitschaft in der Ära Merkel vertreten hat? Und es sind doch jetzt wir, die europäische Außengrenzen schützen, Asylverfahren von außerhalb Europas einführen, die wir in Deutschland unsere Grenze kontrollieren, die wir ein Abschiebegewahrsam einrichten, sichere Herkunftsländer beschließen und beim Asylbewerberleistungsgesetz das Niveau reduzieren, um die Magnetwirkung nach Deutschland einzuschränken. Das sind doch wir, die diese Realpolitik in der Migrationspolitik umgesetzt haben, und das waren doch nicht die. Und war es nicht Wahnsinn? Und wenn man dieses Wort verwenden will, war es nicht Wahnsinn, dass die CSU-Verkehrsminister Brücken und die Bahn haben verkommen lassen, weil sie sich nur beschäftigt haben mit dem Neidprojekt einer Ausländermaut, für die der deutsche Staat jetzt mehrere hundert Millionen Euro Schaden hatte. Und ist doch Volker Wissing, der das digitale, unbürokratische Deutschland-Ticket erfunden und eingeführt hat, der jetzt die Bahn modernisiert und der sogar erreicht hat, dass Autobahnen teilweise im überragenden öffentlichen Interesse ertüchtigt werden. Das waren doch nicht die, die die Verkehrsinfrastruktur auf Vordermann bringen, sondern das sind doch wir, die das jetzt machen. Und wenn man das so machen will mit dem Wahnsinn, war nicht die Energiepolitik der Vorgängerregierung Wahnsinn, die Herr Solms gegen unseren Rat einseitig auf russisches Pipeline-Gas gesetzt haben und keine Flüssiggasterminals bauen wollten, die Fracking und die CCS-Technologie in Deutschland gesetzlich verboten haben, die gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft ausgestiegen sind. Das war doch Wahnsinn. Und wir sind es doch jetzt, die Flüssiggasterminals bauen, die Netze ausbauen, die durch Planungsbeschleunigung dafür sorgen, dass die Energie, die abgeschaltet wird, die ersetzt wird, die wir jetzt über CCS nachdenken und Wasserstoff in Deutschland zu einem Energieträger machen. Es sind doch nicht die gewesen, die die Energiepolitik in Deutschland wieder praxistauglich machen. Es ist doch jetzt die Aufgabe, der wir uns stellen. Und deshalb Und deshalb, meine Damen und Herren, ja, ich nehme jede Kritik von Unterstützerinnen und Mitgliedern der FDP an, dass wir nicht alles und nicht alles sofort umsetzen können. Ich nehme auch an, dass wir manchen Kompromiss schließen, denn das gehört zur demokratischen Realität. Aber von der CDU nehme ich keine Belehrungen entgegen, dass wir nicht schnell genug dabei sind, den hinterlassenen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Meine Damen und Herren, Meine Damen und Herren, wir werden kritisiert für das, was wir machen. Wir werden kritisiert für das, was wir nicht machen. Wir werden kritisiert für das, was wir verhindern. Das ist das Los des Liberalen.
Das war nie anders. Die große Publizistin Marion Döhnhoff sagte ja einmal, der Platz der Liberalen ist zwischen allen Stühlen. Und als Liberaler fühlt man sich dort wohl. Weil wir wissen, warum wir es tun. Für Frieden in Freiheit, für Stabilität und Wachstum, für faire Chancen in einer vielfältigen Gesellschaft. Seit mehr als 75 Jahren setzen wir uns ein für den Gedanken von Liberalität und individueller Freiheit. Seit 75 Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die und der Einzelne den Weg zum individuellen Glück geht, den sie oder er wünscht. Seit 75 Jahren setzen wir uns dafür ein, den Einzelnen zu schützen vor Bevormundung, vor Bürokratisierung, vor dem Mundtotmachen oder finanzieller Überforderung und wollen sie stark machen, die eigenen Chancen zu ertüchtigen. Seit 75 Jahren setzen wir uns ein für den Wert der Freiheit, der nichts an Aktualität verloren hat. Und deshalb machen wir morgen damit weiter auf ein neues. Ja, soweit die FDP mit der Rede des Parteivorsitzenden Christian Lindner hier aus der Staatsoper in Stuttgart. Das sind die Bilder, die die Liberalen zum Jahresbeginn in die Republik senden. Der Parteichef hat hier etwas über eine Stunde gesprochen. Man muss sagen, durchaus angeschlagen. Christian Lindner hat direkt zu Beginn auch gesagt, er selbst habe etwas Fieber, einen leichten Infekt. Aber er hat hier einen politischen Rundumschlag gemacht, hat auf viele politische Themen reagiert. Auf die Protestaktionen der Landwirte, der Bauern hat er klar gesagt, das sei jetzt inzwischen etwas überzogen. Auch die Bauern müssten mitsparen bei den Haushaltsbemühungen. Er hat auch die Aktion verurteilt, wo Robert Habeck bedrängt worden ist vor einigen Tagen und hat gesagt, das Ganze sei, wenn es um Nötigung gehe und um Gewalt, ein Fall für den Staatsanwalt. Das waren so einige der Knackpunkte. Und er hat auch sich ganz klar hier nochmal mit sehr deutlichen Worten gegen ein Aufweichen oder Umgehen der Schuldenbremse an die eigenen Koalitionspartner und an die CDU-CSU gewandt und hat hier gesagt, das sei mit ihm nicht zu machen. Es müsse an anderer Stelle dann Einsparungen geben. Der Bundesfinanzminister, der er ist, hat auch gesagt, dass beim Bürgergeld und dem Abstand zu den Vergünstigungen, die auch Geringverdiener erhalten bei der Steuer, dass da noch einiges getan werden müsse. Das berühmte Lohnabstandsgebot, das waren so einige der politischen Inhalte hier der Reden aus der Staatsoper in Stuttgart. Vor Christian Lindner haben ja auch noch einige andere gesprochen. Die bemerkenswerteste Rede aus meiner Wahrnehmung war durchaus die von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die hier auch mit sehr scharfen Attacken gegen die politischen Gegner, gegen Sarah Wagenknecht, gegen Alice Weidel, gegen Viktor Orban hier punkten konnte. Der Parteichef
hat aber auch versucht, hier Aufbruch zu vermitteln in einer schwierigen Lage für die FDP. Und natürlich muss man sagen, werden alle in der FDP darauf achten, wie es in diesem Jahr ausgeht, dann bei der Europawahl und bei 3 Landtagswahlen. Und wir werden hier gleich auch noch einige Interviews führen. Aber mit diesen ersten Eindrücken hier aus der Staatsoper in Stuttgart gebe ich jetzt erstmal zu Ines Arland ins Studio. Und wir sagen ganz herzlichen Dank, Marc Steinhäuser nach Stuttgart. Kehren gleich zu